Ja, guten Morgen zusammen. Ich hatte ja gesagt, 6 Uhr geht's los mit der Übertragung. Ein Traktor ist auch schon übergesetzt und die Westerwälder Gruppe ist etwas später als 6 Uhr angekommen, aber sei Ihnen vergönnt. Moin Martin. Moin Markus. Grüß dich. Alles im Griff? Mittlerweile wieder, ja. Nachdem der Zug ein bisschen zerrissen war und wir dann so 5 Kilometer Luft dazwischen hatten, weil es keiner gemerkt hat, dass wir, die einen waren der Meinung, wir waren noch nicht unterwegs. Die anderen waren dann schon unterwegs, aber wir haben sie wieder zusammen und ja, schauen wir jetzt mal, dass wir mit der Fähre rüberkommen. Hinten müsste auch noch irgendwo ein LKW von uns stehen. Ja, also einer ist schon rüber mit einem IAC, 25 km/h, der wollte vorfahren. Ja, ist ja okay. Wie gesagt, da kann man sich auch nicht beschweren. Ne? Also damit ihr wisst, wo wir gerade sind, das hier ist Linz. Ne? Richtig, Linz am Rhein und das ist Grip auf der anderen Seite. Und im Grunde die A-Mündung ist von dem Fähranleger so einen knappen Kilometer rheinaufwärts. Okay. Ja. Weil ich fahre mit euch jetzt rüber. Ja. Aber ihr passt ja eh jetzt nicht alle drauf, ne? Gehe ich nicht von aus. Also die Polizei haben wir gestern Abend vorsichtig mal informiert darüber, weil ich schon davon ausgehe, dass das halt jetzt hier auf der Straße für Verkehrschaos sorgt. Ne? Ja. Aber das ist halt so, das bleibt nicht aus. Und sie wussten das auch. War dann auch so ein Zufall, dass ich ja noch einen Jungen bei uns aus dem Dorf am Telefon hatte, der mittlerweile bei der Polizei ist, was ich nicht wusste. Und ja, er sagte, macht euch keinen Kopf, wird schon. Ja, macht Sinn, wenn ich jetzt mit der ersten Fähre mit rüberfahre oder soll ich warten, bis ihr drüben seid? Ich weiß nicht, wie ihr jetzt geplant habt. Also ob jetzt mal Pforzheim steht oder ob wir vorher irgendwo... Nee, ich glaube, ihr sollt noch mal Pforzheim kommen. Ja. Ne? Dann erstmal ins Zelt, Kaffee trinken und dann... Der Dominik hat irgendwie was ausgearbeitet. Ja, ist ja okay. Ja. Wie gesagt, da hat man ja drüber gesprochen. Du nimmst dir ja viel zu wenige Tage zu Hause, das muss man ja mal ganz klar sagen. Hey, jetzt lachst du wieder, aber das meine ich schon ernst. Ich fahre nachher nochmal nach Hause und ja, dann kommen wir Nachmittag wieder. Ne? Gut. Ja, guck mal, was hier los ist. Ja, wir waren schon am Überlegen, also das ist ja alles mit der Fähre abgesprochen, die nehmen uns auch so mit rüber. Und eigentlich wollten wir mit denen noch uns zusammensetzen, ob sie uns dann... Die zweite Fähre, die hinten steht, ist die Sonntagsfähre quasi, da fahren die im Doppelschichtbetrieb mit zwei Fähren, ob die dann mit zwei fahren, aber wir haben es gelassen. Ich meine, der Zug ist ja auch schnell wieder zusammengestellt auf der anderen Seite. Ja. So viel Verkehr ist nicht. Und aber ihr müsst jetzt bezahlen oder nicht? Nee. Oder? Das ist super. Da kann ich ja ein bisschen Werbung machen hier, wenn ihr mal den Rhein wechseln wollt, die Seiten wechseln wollt, hier ja, die Fähre. Rhein rüber ist da schon ziemlich unkompliziert. Das, wobei ich sagen muss, bei dem ersten Einsatz freitags nach der Katastrophe haben wir dasselbe in Bad Hönningen auch gehabt. Ne? Also die haben auch gesagt, ihr braucht gar nichts zu bezahlen, wir nehmen euch so mit. Ja. Da war hier die Fähre noch außer Betrieb durch das ganze Treibgut. Man muss sich halt vorstellen, hier haben Fähranleger, hier haben Rundballen, hier haben Autos, das hat alles hier gelegen. Ne? Echt? Das, ja, ist kein Witz. Und der Wasserpegel war so hoch, wie man hier den Kalk jetzt sieht an der Seite oder was? Der Rhein war ja sowieso schon hoch, weil in Bayern hat es ja auch so stark geregnet gehabt. Aber wo der jetzt genau war, weiß ich nicht. Ja. Ich habe nur Bilder gesehen, ich muss gucken, ich habe ein neues Handy. Sobald ich die ausgegraben habe, schicke ich dir die mal zu. Ja. Also das, wie gesagt, die haben hier die komplette Seite hat vollgelegen mit Zeug. Rundballen, Autos, Flaschen, Kisten. Ich meine, das ist noch ein Punkt, wo ich jetzt gerade bei dir mal live bin und du wesentlich mehr Follower hast wie ich. Ich habe mich gestern so tierisch geärgert. Wo wir haben ja von Rewe sehr viel Zeug gesponsert, die kriegt an Lebensmitteln. Jetzt muss ich noch Gas geben obendrein. Und dann kriege ich von dem Marktleiter am Getränkemarkt erzählt, dass dann da wirklich Leute ankommen für 200-300 Euro Pfand einlösen, voll mit Schlamm. Die fahren auf die andere Rheinseite Pfand einsammeln bei der Sinziger und bei der Coca-Cola und bringen da zum Pfandautomat und begeilen sich daran noch. Das sind so Momente, wo ich mich dann frage, sag mal, schämt ihr euch nicht? Ja. Ich habe mich so geärgert darüber, aber so ein asoziales Verhalten und selber keine Schippe gerade halten können. Also ich war ja in den Auen da ist ein Getränkemarkt, ist anscheinend da sind die Auen überschwemmt worden, da liegt alles voll. Ne? Ja. Das sind ja schon noch Werte, aber das sind ja Werte, die abgezogen sind. Das Pfand ist ja rückgelaufen. Ja, das, was jetzt eingelöst wird, ist ja doppelt auch, eingelöst. Ja, so, ja, genau, genau. Wir müssen los. Ja. Ich filme euch mal, wie er drauf war. Wir hatten auch geschrieben in dem Traktor, ne? Also, ja. Aber ich glaube, der ist besetzt. Also sehen wir gleich, ne? Ja, kann man machen. Also hier ist die Westerwälder Truppe. Die fahren jetzt, ja, ich denke, einige sind wahrscheinlich schon mehrfach da gewesen. Das war die Truppe, die wir, ja, wir hatten ja einen Hilferuf abgegeben an dem ersten Tag, als Willem und ich da waren. Und die haben direkt gesagt, wir kommen mit 50 Traktoren und LKWs, um euch zu helfen.
Das ist der Westerwald, LSV Westerwald e.V., also ein eigenständiger Verein. Und ich finde es einfach super, was die machen. Hier ist der Kühlwagen mit Versorgung. Ach, ich denke, ich bleibe mal hier, dann kann ich gleich noch ein bisschen quatschen mit ein paar Leuten. Und viele mit PKWs auch dabei, die einfach Werkzeug dabei haben, um in den Häusern zu helfen, viele Traktoren. Das hier sind die Gabeln, wo ich immer in den Beiträgen am Anfang gesagt hatte, bringt eure Mistschaufeln mit, damit könnt ihr super den Müll greifen. Das hat ja alles hervorragend funktioniert. Ne? Und das ist eben das System hier mit den Bauern in ganz Deutschland. Ich habe gerade noch mit Dirk Koslowski gesprochen. Die kommen hier aus dem, wie heißt das, Weserdreieck da oben am 4. September mit 80 Traktoren hier runter. Mit 80 Traktoren, ihr habt richtig gehört. Und bringen Heu und Futtermittel wieder mit. Die wollten jetzt nicht am Anfang kommen. Die sagten, wir warten, bis erstmal alles aufgebraucht ist und wir versorgen euch dann wieder. Und die fahren stundenlang hier runter und versorgen hier die ganzen Reitanlagen und alle möglichen mit Futtermitteln. Das sind Aktionen, die, also die Landwirte deutschlandweit, die haben so ein tolles Netzwerk. Das muss hier einfach mal gesagt werden und da wird keiner im Stich gelassen. Hier wieder ein Bagger mit Sortiergreifer dabei. Kehrmaschine, Nasskehrmaschine. Einfach. Genial. Das sind noch nicht alle Fahrzeuge, die jetzt hier ankommen. Einige fahren andere Wege, einige fahren direkt nach Waldpforzheim. Und überall sind Anhänger mit dran, Maschinen, die wir einfach brauchen. Wir wollen einfach die Leute weiter vorwärts bringen, auch ein deutliches Zeichen setzen, dass wir keinen hängen lassen. Und ich werde da heute weiter drüber berichten, einfach auch vor Ort Videos machen. Und ja, das sind einfach die Leute, die, auf die man sich verlassen kann. Ne? Wir sind jetzt in der 6. Woche. Ja, Bezahlung sollte ja geregelt werden, dass die jetzt vielleicht mal irgendwie zumindest ihre Kosten gedeckt haben für die Aktion. Aber das war leider nicht möglich. Hier sind wieder IBC-Container drauf und ja. Ihr seht, was das für ein Tross ist. Also liebe Leute, die an der A wohnen, wir tun echt unser Bestes, um euch zu helfen, um euch wieder eine Perspektive zu geben und vor allem Hoffnung zu schenken. Und wir lassen euch da nicht hängen. Egal, wie sich die Politik verhält. Das Ganze läuft ja eh schon unabhängig die ganze Zeit. Mit dem ADD haben wir im Grunde gar nichts zu tun, leider muss man sagen. Man ignoriert uns ja. Offiziell gibt es uns gar nicht. Ihr habt gestern gesehen in der Pressekonferenz, wie schwer man sich getan hat, wie schwer sich die Frau getan hat, den Begriff Landwirte zu nennen. Als Dieter Könnes sie dann mehrfach gefragt hat, wer denn jetzt den Müll weggeräumt hat. Ich verstehe das alles nicht, aber vielleicht ist das ja auch ein Eingeständnis, dass es ja, vom ADD aus nicht funktioniert hat, zumindest gar nichts in die Wege geleitet wurde. Und genau das hier sind die Maschinen, die wir da gebrauchen können. Hier wieder ein kleiner Mini-Bagger mit Sortiergreifer. Hier in dem Container, oben steht auch ein Bagger drin. Ich gehe mal rüber. So, morgen. Moin. Wie kommt es, dass ihr hier heute Morgen steht? Ja, Aufruf. Wollen und direkt helfen. Gefolgt. Genau, wir wollen helfen. Wie lange bleibt ihr? Bis morgen Abend wahrscheinlich. Doch, und habt ihr schon ein Ziel oder lasst ihr euch einfach einteilen gleich? Wir lassen uns einteilen, ja. Wir wissen jetzt nicht wo und was, aber kriegen wir schon hin. Was für einen Betrieb habt ihr normalerweise? Ich bin selbstständig, ich habe Baumaschinenvermietung, eine kleine. Ja. Und das Wochenende ist freigeschaufelt. Super. Also du vermietest deine Maschine normalerweise genau. Gegen Geld und jetzt genau. sitzt du selber drauf. Genau. Okay, es geht ein Stück weiter, sehe ich gerade. Aber die Fähre ist eh voll. Also Baumaschinenvermieter, der mit seinen Baumaschinen hier einfach hilft. G
Ich springe mal drauf. Komm ich auch mal in den Genuss, mit einem Deutz mitzufahren. Richtig. Moin. Moin. Wie kommst du hier in Linz? Ja, wir hatten uns ja bei uns daheim getroffen, alle Mann. Und waren auch noch mit darüber. Wir waren ja an dem ersten Freitag bei mir drüben, beim Wilhelm. Ja. Da habt ihr uns gerettet, den Arsch gerettet. Also ja, nicht nur uns, sondern den Vermissten vor allem, die noch in den Häusern waren. Also heute machen wir noch mal was. Wollen wir noch mal was bewegen. Ja. Und du hast einen eigenen Bagger dabei oder gemietet? Nee, der Bagger, der kommt aus hinter Asbach. Den hat einer vorbeigebracht, der konnte den selber nicht hier runterfahren. Den nehme ich wieder mit. Super. Den treffen wir nachher da hinten. Kann man hier gucken? Der ist mega. Ja, dann hast du ja für die Schiffsfahrt ein schönes Mäusekino hier. Ja, genau. Wenn wir jetzt noch Filmchen drauf gucken können. Ne? Live-Berichte, ne? Ja, ja. Genau. Nee, aber super, dass ihr die Aktion mitmacht. Und du wirst gleich erschrocken sein, wie wenig... Immer noch aussieht. Ja, immer noch, genau. Also die Straßen füllen sich ja 5-mal mindestens. Das heißt, die erste Welle habt ihr mit weggeräumt, ne? Von der Befüllung Matsch und Baumstämme, Anschwemmungen. Matsch, ne? Matsch. Ja, und jetzt ist es eher anderer Müll. Ne? Da war ich mit dem anderen Trecker von uns, der vorne ist, mit Frontlader mit da. Hast ja gar nicht einen Chef bekommen. So. Wo warst du da genau? In welchem Ort? Wir waren bei Neuner Ahrweiler über die Brücke drunter Bächem. Ah, okay, ja. Da bist du in dem einen Video auch drüber gefahren. Da haben die Holzgeländer an der Brücke und dann links ist eine Schule direkt. Ja, ja, genau. Den Parkplatz hat man mit frei gemacht und hat alles auf den Sportplatz da gekippt. Ja. Da waren bestimmt 1000 Kubik an dem Tag. Echt heftig. Ja. Ne? Ja. Ja, vielen Dank für alles, was du hier leistest. Ja, ne? Dir auch. Ich geh mal weiter. Jo, bis dann. Morgen. Auch ein Westerwälder. Aus Siebengebirge. 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 Dritten Mal jetzt. Zum dritten Mal? Ja. Immer so 2-3 Tage war ich hier. Ja. Finde ich super. Also ihr ja, so, ganz so weit habt ihr das nicht. Ne? Also das ist im Prinzip möglich, hier morgens hinzufahren und abends wieder nach Hause. Eine Stunde brauche ich. Stunde. Okay. Einfach klasse, ja. Ein kleineres Gespann ist genauso gut einsetzbar wie die ja, großen Gespanne. Ich war jetzt, Arbeiter gewesen mit kleinen Gassen und das letzte Mal war es noch mal mit kleinen Gassen. Ja, finde ich klasse. Vielen, vielen Dank. Danke, gerne. Hier ist muckelig warm drauf. Ist schön, ja. Okay, bis später, ne? So, ich husche mal nach vorne. Die Gunst der Stunde ausnutzen, dass die Fähre was länger braucht. Ne? Moin. Hier ist wieder so ein kleiner Radlader. Wieder mit Mistgreifer vorne dran. Einfach perfekt geeignet. Das heißt, die Bagger mit Sortiergreifer machen hier die Karren voll. Und den Rest muss man dann immer mal so ein bisschen zusammenschieben. Sonst dauert das einfach zu lang mit den Baggern. Und vor allem kann man mit den kleinen Geräten bei den Privatleuten jetzt aus den Gassen rausholen. So, ich werde gerufen. Moin. Morgen. Du bist live. Ist okay, ne? Ich komme aus Burba. Aus Burba? Ja, bei Siegen. Womit bist du hier? Ich kann alles machen. Ich bin mit der ganzen Truppe hier. Achso, du fährst jetzt nur mit dem Auto mit sozusagen. Ja. Super. Das heißt, du wirst einfach da, wo du gebraucht wirst, eingesetzt. Spannbäume kleinschneiden oder Estrich raushauen. Ich mache alles. Ne? Ich bin ein Multimaster. Das ist gut. Ich finde, das eine gute Aktion hier. Top. Genial. Ja. Ein Aufruf, sind alle da. Ne? Schön. Die Leute wird es freuen, weil so ein bisschen hat die Welle nachgelassen. Die haben alle ein bisschen Angst und Panik. Ich war selbst schon dreimal unten. Ne? In Maichhorst war ich. Ne? In Ahrweiler war ich schon. Und das ist schon krass. Ja. Also die Leute brauchen wahrhaftig Hilfe. Und dafür sind wir ja da. Ne? Alle Mann. Ich finde super. Super. Das ist echt ein tolles Bild, auch für ganz Deutschland, sage ich mal, ne? Was hier für eine Hilfsbereitschaft überall ist. Wahnsinn. Wahnsinn. Klasse. Danke dir.
Gehen wir weiter. Moin. Moin. Du bist mit dem Traktor hier, oder was? Nein, ich bin mit dem Pkw da. Ich habe noch zwei andere Leute mitgebracht, aber wir kommen aus Südhessen. Da habe ich gesagt, wir müssen hier was noch tun. Ich bin jetzt das zweite Mal da. Ich war das erste Mal in Dernau gewesen. Und man muss den Leuten helfen, weil Nachrichten kann man ja vergessen, kommt ja gar nichts mehr. Ja. Also ihr bringt den Leuten wirklich Hoffnung da unten, ne? Dass das nicht stehen bleibt und aber dass es weitergeht. Das ist alles nur eigentlich von dir, Zindel, ne. Und Hartmann, ihr drei ist halt einfach die Besten. Na, ihr seid heute wieder aktiv hier. Aber wir zusammen, heißt es immer, ne? Das ist wahr. Ich danke dir. Ja, bitte, bitte. Und weiter geht's. Moin. Gemeinsam Mensch sein. Jawohl. Das hört sich gut an. Ja. Womit bist du hier? Mit deinem Mann oder? Nein, ich bin alleine hier. Allein? Ich bin alleine hier. Also wir sind mit zwei Frauen hier. Mit zwei Frauen. Wir sind Freunde, genau. Und ja. Was wirst du heute machen? Wahrscheinlich Schutt rausbringen. Ich habe einen Stemmhammer dabei. Wir sind aber auch so involviert. Wir verkaufen Wein in unserem Kappmarkt. Ja. Ja, Blutwein. War schon ein paar Mal drüben. Winzer helfen und so weiter. In was für einem Markt verkauft ihr? In einem Kappmarkt. Kapp kommt Kapp? Von Handicap. Ah, okay. Das ist auch meine Arbeitskleidung. Ah, okay. Also du bist sowieso im Sozialbereich tätig, oder? Ja, ich bin Sozialpädagoge. Ah. Genau. Super. Finde ich klasse. Also das sind die Trümmerfrauen von 2021, muss man so sagen. Genau. Das ist ein guter. Deine Oma wird stolz sein auf dich. Ne? Ja. Ich finde das klasse. Ich duze dich einfach mal, ja? Ja, klar, natürlich. Ich bin der Achim. Achim, und ja. Womit bist du jetzt hier? Ich bin mit meinem Schwager hier, das ist der Paul Boden aus Rosbach. Ja. Und sein Sohn, der Michael Boden, der hat mit organisiert hier diese ganze Veranstaltung. Ich war jetzt auch schon zweimal hinten gewesen, ne? Auch direkt am Anfang, war auch ziemlich geschockt, wie ich das gesehen habe. Wir waren in Ahrweiler direkt gewesen, drei Tage nachdem das passiert ist. Ne? Und das hat mich schon ziemlich mitgenommen. Ich war früher beim THW gewesen, 10 Jahre. Aber sowas habe ich von THW nicht erlebt, was da abgegangen ist. Ja. Naja. Ich hoffe nur, dass das jetzt nicht nachlässt. Ne? Jetzt im Sommer ist das dann noch alles okay. Ne? Wenn das im Winter reingeht, dass die Leute dann immer noch so motiviert sind und auch noch so viele helfen werden. Ne? Ja, ich denke, vor dem Winter müssen wir einiges schaffen. Ne? Ja. Also wir müssen alles draußen aufgeräumt kriegen, sonst haben wir immer wieder die Matsche auf der Straße und so weiter. Ja. Das muss jetzt wirklich laufen. Ne? Was mich so beeindruckt hat, war wirklich die Dankbarkeit von den Leuten. Ne? Wir haben halt auch, was wir konnten, Schlamm geschippt wie die Weltmeister, ne? Die ersten Tage, wo wir da waren. Ne? Und auch die Leute haben ja dann ihre persönlichen Erlebnisse uns dann erzählt. Gerade in Ahrweiler am Oberhof oder am Obertor, wo wir da waren. Da waren auf der gegenüberliegenden Seite bei den Nachbarn waren vier Nachbarn umgekommen. Ne? Die haben uns also in aller Deutlichkeit und in Details erzählt, wie das passiert ist. Und danach war ich abends also ziemlich durch den Wind, muss ich ganz ehrlich sagen. Man nimmt hier vieles mit, ne? Und vieles lässt einen auch nicht mehr richtig schlafen. Da habe ich wirklich Probleme mit, seitdem ich hier bin. Ne? Der Schlaf fehlt mir man komplett. Man hat auch immer ein schlechtes Gewissen. Man ist auf der Arbeit, man kann da nicht weg zum Helfen, hat ein schlechtes Gewissen. Ja, würde gerne rüber zum Helfen. Ja. Ich habe mittlerweile ein schlechtes Gewissen, irgendwo zu sitzen und einen Wein zu trinken und Spaß zu haben, wenn man weiß, ja, genau. Was auf der anderen Rheinseite los ist. Und vor allem blutet einem das Herz, wenn man sieht, wie es da jetzt aussieht. Und wir sind als immer hinten gewesen zum Wandern, zum Motorradfahren. Ja, genau. Und wie man da jetzt, man ist einfach nur geschockt. Und also ich kann das. Ich bin mit Beate und Paula irgendwie abends, wollten wir nach Hause fahren, ne, von hier, die waren mit. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen noch in Bonn was essen, da kann ich noch ein nettes Restaurant, wo ich früher als Student immer hingegangen bin. Dann sitzt du da und du siehst die Leute um dich rum, alle sind am Lachen und denen geht's gut. Ja. Und du denkst, komisch, also ein paar Kilometer weiter. Genau. Das musst du erst wieder in den Kopf kriegen. Ne? Ganz genau. Und ich finde einfach, das Ahrtal hat uns so viele schöne Stunden bereitet, ja, auch als Freunde da zu feiern, zu wandern, die ganzen schönen Weinfeste und man muss jetzt einfach was zurückgeben. Ja. Das ist einfach so in uns drin jetzt. Genau, das ist so. Wir helfen einfach. Ne? Ja, es hätte uns ja auch treffen können. Wir sind aus dem Wietal, das ist von hier oder vom Ahrtal, sag mal Luftlinie, noch keine 15 Kilometer weg. Ne? Ich kann mich erinnern, Ende der 70er Jahre, da hat mein Schwiegervater erzählt, da hat es im Wietal auch kleinere Flutkatastrophe gegeben. Da hat aber nur eine halbe Stunde so geregnet, wie es hier Stunden geregnet hat. Und da ist auch Rosbach schon ziemlich abgesoffen. Ja. Und das muss man sich einfach vor Augen halten, dass wir auch verdammtes Glück haben. Und auch weil wir dieses Glück hatten, dass bei uns nichts passiert ist. Ne?
muss man halt auch auf der anderen Seite die Verpflichtung sehen, dass man hier hilft. Das ist für mich eine absolute Selbstverständlichkeit. Und wie gesagt, ich hoffe, dass das auch anhält. Das wird anhalten, da bin ich von überzeugt. Ja. Ja. So, danke euch. Ja, wir sehen uns gleich sicher. So, mal schauen, wen ich hier noch. Moin. So, eindeutige Arbeitskluft. Ja. Was hast du gleich vor? Ich habe mir meine Kettensägen ins Auto gepackt und bin nach Rosbach gefahren, heute Morgen um 2 Uhr losgefahren. Mich da mit LSV Westerwald-Taunus getroffen. Jetzt haben wir hier eine Fahrgemeinschaft gebildet und fahren dann nach Waldpforzheim und dann schauen wir, was wir heute da machen können. Okay, ich glaube, Kettensägen sind ganz gut geeignet hier vorne schon, wo die A in den Rhein mündet, weil da ist ja in den Auenlandschaften gar nichts passiert. Ne? Da bin ich hingerufen worden. Hattest du Donnerstag oder wann gepostet? Genau, da bin ich hingerufen worden von einer Frau und die sagte, hier riecht es irgendwie nach Verwesung und da liegen die ganzen Baumstämme, die angeschwemmt wurden, an andere Baumgruppen, sage ich mal, da liegt alles voll. Ne? Also muss man mal gucken. Waldpforzheim ist eigentlich die. Da sind die Bereiche schon ja gut, kleingeschnitten. Da geht der Konvoi jetzt hin, das kann man ja dann einteilen und genau. Sehen, dass man da hinkommt. Genau. Okay. Bis gleich. Guten Morgen. Was ist das hier? Musikanlage dabei? Ja, gibt ja kein Radio. Ach so. Ist das deiner? Nee. Von der Firma Pfeiffer. Echt? Hier Griffenburg bei uns? Firma Pfeiffer auch vertreten. Wie kommst du, dass du mit der Westerwälder Gruppe fährst? Ich habe den Aufruf auf Facebook gesehen. Und dann hast du bei Pfeiffer angerufen und er hat gesagt, ich stelle dir hier den Teleskop zu. Ja gut, ich bezahle den selber, aber... Also den hast du gemietet? Ja. Ah, den kriegst du aber sicher ganz günstig. Firma Pfeiffer, ich kenne kenn ich sehr gut. Auch den Alien Pfeiffer, ganz korrekte Leute. Ja, ne? Wirklich. Ja. Kommt doch aber nur aus der Ecke. Ja, ja. Sinnersdorf. Bei dir? Echt? Aus Sinnersdorf kommst du? Ja. Du kannst gerne öfters Teleskoplader fahren, wenn es viel daran gelegen ist. Gerne. Ja, krass. Finde ich super. Kannst du denn hiermit fahren? Ja. Du kommst aus der Landwirtschaft oder? Nö. Ich bin beim Arnold habe ich Streckerfahren gelernt, wie ich 10 war. Echt? Beim Arnold? Ja. Von Horst Furt? Ja. Krass. Wie klein die Welt ist. Ja. Also vom Arnold haben wir ja die Reitanlage übernommen, Horst Furt. Das weiß ich. Vor zweieinhalb Jahren oder so. Und du hast da gelernt, dass so klein ist die Welt. Lustig. Mach's gut. Und vor allem schön vorsichtig mit den Dingern. Ne? Ich muss auch vorsichtig sein, weil hier geht's jetzt wieder auf die Fähre. Ich denke, ich warte wieder die nächste Fähre ab. Die werden mit Sicherheit wieder nicht drauf passen. Hier bin ich auch schon oft nachts mit der Quaderballenpresse drüber gefahren, wenn wir dann im Westerwald fertig waren, mit dem Heupressen und zur Eifel rübergesetzt. Dann war das der kürzeste Weg hier. Auch mit der Verlademaus. Ich habe früher ja Zuckerrüben verladen. Und da musste ich auch die LKWs koordinieren. Und das habe ich 8 Jahre lang gemacht. 4 Jahre bei uns in der Ecke und 4 Jahre hier im Rhein-Sieg-Kreis. Deshalb kennen mich auch viele Landwirte hier aus der Zeit noch und das war eine gute Zeit. Es war aber von der Arbeit her wirklich heftig. Das war in der Zeit, als ich noch in Bonn Landwirtschaft studiert habe. Das heißt, ich habe immer ein Semester studiert und ein Semester komplett durchgearbeitet. Und das eine Semester, weil ich studiert habe, habe ich dann natürlich zu Hause auch immer viel gearbeitet. Aber das war so mein Werdegang. Da drüben stehen die anderen Traktoren. Und Baumaschinen und warten hier auf die Truppe, die wahrscheinlich nicht drauf passen wird. Angekündigt waren jetzt 50 Fahrzeuge zum Arbeiten plus die ganzen freiwilligen Handarbeiter, sag ich mal, mit ihren PKWs. Und das sind einfach die Signale, die die Menschen auch brauchen im Ahrtal.
es gibt wirklich viele verzweifelte Menschen, mit denen ich spreche, die auch sagen, irgendwie, ja, wenn ihr nicht gekommen wärt, was wäre dann gewesen? Und auch viele, die sagen, ja, irgendwie geht es jetzt doch nicht so richtig weiter und wir brauchen Hilfe und die Hilfe kommt hier. Wahrscheinlich jetzt erstmal nur für 2 Tage, aber wir kriegen auf jeden Fall heute viel geschafft und morgen auch. Auch wieder Müll wegfahren, dass diese Optik in den Ortschaften auch mal weggeht, dass man da in Trümmern lebt. Das ist auch gut, dass die Autos mal so langsam alle verschwinden, die ganzen Flutautos. Das sind, ja, habe ich gestern ja schon gesagt, mit dem Hardy Portmann, das sind ja auch psychologische Aspekte, die da eine Rolle mitspielen, dass man jetzt vielleicht mal wirklich schafft, es sauber zu machen und dann wirklich sich auf den Aufbau konzentrieren kann und nicht wieder im Müll rumlaufen muss. Hier wieder Baumpfleger, ne? Auch mit dabei. Moin! Hi! Ah, die passen nicht mit drauf, das heißt, wir haben jetzt wieder Gesprächszeit. Ich werde dann mit der nächsten Fähre auch mit rüberfahren. Und nochmal vielen, vielen Dank an den Fährbetrieb. Das ist für alle, die hier rüberfahren, kostenfrei. Morgen! Moin Markus! Wie kommt's, dass ihr so früh hier in Linz an der Fähre steht? Ja, wir wollen nach Waldpforzheim rein und dann weiter nach Sinzig zum Helfen. Ja. Zum Aufräumen, dass da auch mal klar Schiff gemacht wird. Weil da war ja noch keiner, wir sind seinem Aufruf gefolgt. Ja. Also die Aufrufe kommen ja von den Leuten, die da wohnen. Ne? Genau. Die wirklich sagen, vergesst uns nicht. Ne? Genau. Und zwar noch keiner, vergesst uns nicht, das habe ich auch gelesen, ja. Ja. Und daraufhin habe ich mich entschlossen, auch zu helfen. Super. Was machst du normalerweise? Ich bin leider aus gesundheitlichen Gründen Rentner, aber ich war auch schon mit der Feuerwehr hier oben, habe ja auch schon mitgeholfen und ich bin auch öfter privat hier oben zum Helfen. Ja. Ein bisschen was geht immer noch. Ja, das reicht ja auch, ne? Wenn jeder ein bisschen macht. Weil genau dafür bin ich vor 40 Jahren in die Feuerwehr eingetreten, um solchen Leuten zu helfen, die so in Not geraten sind. Super. Und du auch? Ich komme von Weilburg, heute Morgen um 3 losgefahren, bin auch Feuerwehrmann, vom Beruf Buchhalter. Unsere Firma war schon mit Sattelschleppern hier im Einsatz, schon in der ersten Woche. Und das ist jetzt nochmal so ein bisschen die Nachhut, nochmal ein bisschen zu helfen. Ja, weil die Bilder, die du uns schickst, das ist eine Katastrophe. Ja, und das animiert natürlich auch, so früh aufzustehen und ein bisschen was mit anzupacken. Ja. Super. Seit 3 Uhr auf dem Bein und alles gleich gut. Gas geben. Ne? Das machen wir. Ja? Vollgas. Wir danken euch alle. Ne? Nicht dafür, Selbstverständlichkeit. So. Mal gucken. Morgen! Morgen! Hallo. Darf ich euch filmen? Du darfst. Gerne. Hi. Warum seid ihr jetzt hier? Ja, wir sind dem Aufruf gefolgt, ne, von Martin. Den kenne ich auch privat, deswegen haben wir gesagt, da fahren wir auf jeden Fall mit jetzt. Wir waren jetzt schon öfters hier im Ahrtal auch. Und dann trifft es fest. Ne? Ja. Das heißt, ihr seid jetzt mit Kettensägen, ihr seid Baumpfleger, wir ne? Wir sind Baumpfleger, also voll ausgestattet. Ja. Ja, da wurde ja auch nachgefragt, deswegen haben wir gesagt, da fahren wir jetzt einfach nochmal. Ja. Also im Prinzip da, wo die Ahr in den Rhein mündet, in den Auenbereichen, da sieht es richtig übel aus. Okay. Da müssen die Bäume noch klein gemacht werden, dass wir die überhaupt verladen können auf die Karren. Also im Prinzip die Pionierarbeit, die wir vor 5 Wochen in Waldpforzheim und überall gemacht haben, die steht immer noch an. Ja. Das ist ja das, was ich sage. Ne? Wenn jetzt einer sagt, ja, die sind jetzt mit dem Aufbau da beschäftigt, das stimmt nicht. Wir sind immer noch mit Sachen beschäftigt, aus der ersten Stunde sozusagen. Ja, ganz genau. Also siehst ja überall überhaupt nicht. Ja, wir sind dabei. Also schickt uns irgendwo hin und wir machen alles platt. So sieht's aus. Das ist gut. Frisch, fröhlich, frei oder so. Ne? Ja. Nein. Das heißt, alles mit Kettensägen voll hier und dann. Ja, genau. Ja. Alles, was man so braucht. Super. Ja. Klasse. Und bei mir ist es halt so, ich bin im Ahrtal am Arbeiten. Beziehungsweise ich habe jetzt bis Oktober in Heimersheim gearbeitet und bin dann auf den Berg gewechselt. Und da ist halt so eine gewisse Verbundenheit da, ne? Gerade auch, weil es ja quasi Nachbarschaft ist. Ne? Einmal über den Rhein und wir wohnen alle nicht weit weg von hier. Ja. Dann kann man mal ein paar Stunden investieren. Und ja, ich finde es super. Ne? Ein Aufruf und ihr kommt wieder alle. Ne? Mhm. Also ich habe von 50 Fahrzeugen gehört, die wohl kommen.
und das ist einfach genial. Das ist ein gutes Zeichen für die Leute. Wenn man mal darüber guckt, was da alles steht, schon jetzt so. Ja, ja. Ich hoffe, das ist gut koordiniert heute, irgendwie so ein bisschen wenigstens. Ne? Weil der Dominik, der ist wohl vorgefahren. Ja. Gut, ihr mit den Baumfellarbeiten, ihr habt auf jeden Fall, ihr seht die Arbeit direkt, ne? Google. Das ist genau das gleiche wie vor 5 Wochen, habe ich auch gesagt. Ja. Fahrt zu A, aber jetzt muss man es ein bisschen eingrenzen. Also der untere Bereich hier, wo es wirklich in den Rhein mündet. Ja, das machen auch das, was man immer wieder liest. So von wegen, wo können wir hin und gibt es überhaupt noch was zu tun? Einfach irgendwo hinfahren und anfangen. Ja, genau. Das ist die Devise ja vom Anfang an gewesen. Genau, richtig. Als ich die 1000 Anrufe hatte, dann haben mich die Leute auch gefragt, ja, wo kann ich denn helfen? Ich habe immer gesagt, guckt auf der Karte, so krass, wo die A ist, fahrt runter. Und ich habe nichts mehr gehört von den Leuten. Ne? Und jetzt höre ich immer, wo die dann gelandet sind. Ne? Du machst einen Eintrag bei A-Help und schon bist du da drin und gefangen und kommst nicht wieder raus. Ja. Und das ist auch gut so. Genau. Gemeinsam schaffen wir das. Ne? So ist das. Man kann sich aufeinander verlassen. Und das ist eigentlich ein schönes Zeichen hier in Deutschland, was wir mal hier erfahren. Ne? Ja. Weil so die Stimmung vorher fand ich immer so ein bisschen eigenartig, ne? So ein bisschen Ellbogen mittlerweile. Und, genau, ja, in der Tat. Ja. Und das ist hier gerade gar nicht. Ja. Das ist keine Konkurrenz unter den Handwerkern irgendwie, was man so hört. Das ist dann... Da wird zusammen angepackt und fertig. Ja. Also so wie ich das verstanden habe, fahrt ihr jetzt eh alle erstmal nach Waldpotzheim auf die Bundesstraße, genau, wird geparkt, genau. Dann ins Zelt, Kaffee getrunken, Lagebesprechung und dann werden die Leute eingeteilt. Genau, so ungefähr. Ja. Wir freuen uns. Okay, dann sehen wir uns gleich. Wir sehen uns, ne? Und heute Nachmittag ist ja noch Weinfest da, also wenn ihr mal einen Schluck trinken wollt. Ne? Und dann gibt es sogar eine Überraschung für alle Helfer. Oh, ja. Vielleicht kann ich eine Flasche mitnehmen. Ich bin heute Abend noch auf dem Geburtstag. Mit Sicherheit drin. Okay, danke euch. Ne? Gerne, ja, gerne. Morgen. Sind Sie auch zum Helfen da, oder? Bei mir im Betrieb, ja. Kann ich Sie filmen oder lieber nicht? Mich kann ich filmen. Ja, das wird direkt live übertragen. Aber ich helfe nicht heute. Aber Sie fahren jetzt... Ich fahre zur Arbeit. Ah, okay. Ich bin nicht zum Helfen. Alles gut. Okay, dankeschön. Hier ist noch ein interessantes Gefährt. Ein alter IAC oder International McCormick ist das. Moin. Ich bin der Markus, nicht der Herr Wipperfield. Darf ich euch beide filmen? Ja, immer. Dich auch. Ihr seid mit Sicherheit zum Helfen da, weil ihr einen kleinen Hakenlift dabei habt, ne? Genau, ja. Also wir wollten nach Sinzig fahren. Das ist ein grüner Weg, da war diesen Treffpunkt heute ausgemacht vom Reparaturnetzwerk. Und da wollten wir uns halt heute mal tatkräftig unterstützen euch. Super. Das heißt, ihr fahrt direkt jetzt nach Sinzig durch? Ja, ich bin zu langsam halt. Die 18 Kilometer ist mir zu weit, halt, bis nach Waldpotzheim. Ja. Wie schnell fährt er? 20. 20 km/h. Wie alt ist der? Baujahr 59. Das ist echt ein Schätzchen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, also. Ja, aber der tut seine Arbeit, ne? Ja, genau. Also jeder so wie er kann, gilt auch für den Kollegen hier. Ne? Also das ist so. Vor allen Dingen ist er dicht halt, ne? Also alles schön sauber. Ja. Das ist schon Qualität, was die damals geleistet haben. Ja, da kannst du noch überall alles reparieren, ne? Ohne irgendwie mit dem Laptop. Ja. Den Laptop kannst du gebrauchen als Bremsklotz vielleicht, wenn du ihn aufklappst und Holz dazwischen stellst. Aber großer Respekt, was Sie hier in die Wege gerettet haben. Also ich finde das, also wir sind durch Ihren Aufruf auch hier hingekommen, also, was vorher auch nicht so bewusst gewesen bist. Ich war hier zweimal auch bei dem Helfer-Shuttle in Ahrweiler. Ja, okay. Und, ja, mit Steppenaktien. Ja, aber ihr seht ja, was da los ist. Ne? Ja. Das ist ja nicht aus der Luft gegriffen alles. Ne? Das ist ja wirklich so. Also das funktioniert ja auch nur, weiß ich kann ja nur aufrufen, aber die Arbeit macht ihr dann im Endeffekt. Und das ja, aber ist ja gut. Würde ja ins Leere laufen, wenn ihr jetzt nicht hier stehen würdet. Also alle, heute werden ja sonst ziemlich alleine gelassen. Ja. Und heute, das ist ja wirklich von Martin Oldenbach, glaube ich, ne? Ja. Aufgerufen. Und sind wir alle mit dabei. Ne? Ja. Super. Kannst du mal kurz das anmachen und mal zeigen, wie das funktioniert? Das ist mal interessant für die Leute, die hier zuschauen. Ja, genau. Oder ist der elektrisch? Nee. Der Motor ist ein bisschen laut. Ah, der hat einen eigenen Motor. Ja, wir haben eine Abstützung dran, also wir können jetzt 2,4 Tonnen zuladen. Ja. Ich hatte einen PKW dran, hatte den Traktor drauf gehabt, bin dann hier hingefahren und haben dann hier umgeladen. Cool. Ja, also ich mach mal an. Mach mal an. Also er hat einen eigenen Motor, der Anhänger, damit er die Hydraulikpumpe bedienen kann.
Einfach genial. Ah, da sind ein paar Kisten, da sind ein paar Kisten drauf, ne? Ja, egal. Das sind genau die ganzen Kleingeräte, die da dringend gebraucht werden, damit man in den Gassen und in den Gärten arbeiten kann. Und ich finde das einfach genial. Also der kann sogar diese Kiste kann der absetzen. Ja, jetzt setzt er die Kiste einmal ab. Das ist jetzt wieder die Sendung mit der Maus für Kinder ab 18. Das ist echt der Hammer. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt mit Verbrennungsmotor. Also ich wusste, dass es für Autos solche Hänger gibt mit Elektromotor, um die Hydraulikpumpe zu bedienen. Und jetzt hängt er die ganze Kiste ab und setzt die auf den Boden. Und 2,4 Tonnen könnte der draufladen und auch wieder dann auf das Fahrgestell hochziehen. Und jetzt geht es wieder hoch. Also hätte es jetzt absetzen können, irgendwo in der Einfahrt, dann hätte man mit der Hand draufladen können. In der Zeit hätte er irgendwo anders hinfahren können oder so und einen anderen Container wieder hochziehen, leer machen. Das ist eigentlich das Prinzip von den Containerfahrzeugen. Dass man sozusagen seine Arbeitsfläche hinstellt, dann hat man Zeit, die zu beladen. In der Zeit kann dann das Trägerfahrzeug wieder woanders hinfahren und da dann wieder einen Container leer machen. Super. Du hast gerade ganz viele Menschen begeistert. Okay. Also Firma MyTech halt, ne? Also ja. Gerne mal googeln. Vielen, vielen Dank. Also das ist einfach genial. Ich folge euch jetzt. Ich setze mich jetzt auch ins Auto und probiere mit drauf zu kommen auf die Fähre. Also wie gesagt, wir werden nur bis Sinzig fahren, dann ist es uns zu weit. Wenn ja, mit 20 km/h. Haben Sie da noch Einsatz? Einfach hinfahren und machen, würde ich sagen. Ja, ja. Der Dominik hat gestern einen Plan gemacht, aber dann müsstet ihr erst nach Waldpforzheim fahren und euch da einteilen lassen. Deshalb fahrt direkt hin. Ja, ja. Einfach machen. Also die Arbeit sieht man da. Die springt einem entgegen, sozusagen. Fall, ja. Okay, danke. Also wer in Sinzig ist, kann ihn jetzt abfangen hier. Ne? Und dann einfach mitnehmen zum Haus und da dann verladen. Danke. So. Moin, wer bist du? Du darfst gefilmt werden? Nicht gern. Nicht gern? Okay. Aber das war jetzt live, du bist auf jeden Fall mit. Ja? Bist du jetzt mit dabei? Oder? Nee, ich arbeite in der Stadt. Okay. Ich war vorher drüben, ja, weiter nach dem Unglück. Ja, da war ich ein Arbeiter. Katastrophe, ne? Ja, also hier ist jemand. Ja, du auch. Ne? Also hier war gerade jemand, der kann das nicht mehr sehen drüben, deshalb will er nicht mehr rüberfahren. Ich kann das auch verstehen, das ist schon eine Belastung. So, ich nehme euch einfach mal mit. So, ihr werdet wieder hinter die Windschutzscheibe geklemmt. Mal gucken, ob ich da hoch auf die Brücke darf zu Captain Kirk. Moin. Grüß dich. Hi. Hi. Darf ich da hoch? Gerne. Ja? Gerne. Ja. Mit euch reden? Ja. Hier die Treppe oder wo ist die? Dankeschön. Und vielen Dank an euch, ne, was ihr für eine Aktion macht. Das ist ja. Also ich darf hoch. Ich bin anscheinend erkannt worden. Und darf auch filmen.
halte aber nochmal das Handy nach unten. Moin. Hi. Darf ich hier filmen? Hör mal, du guckst ja den ganzen Tag nur Fernsehen, sehe ich hier. Ja, ja, klar. Ich werde dafür bezahlt. Ich möchte mich im Namen von allen, wirklich von allen im Ahrtal bedanken, dass ihr die Helfer hier kostenfrei mitnehmt. Das ist wirklich eine... Sehr gerne, und wir haben zu danken, dass ihr da seid. Ja. Könnt ihr mal sagen, was das für eine Reederei ist? Oder wie nennt man das hier? Schiffsbetrieb? Das ist die Rheinfähre Linz-Krippe. Ist ein eigenständiges Unternehmen, oder? Nein, wir gehören zu den Städten Linz und Rehmer. Okay. Das ist ein städtischer Betrieb hier. Das wusste ich auch noch nicht. Ja. Kannst du kurz erklären, was man hier sieht, oder lenke ich dich jetzt mehr ab von... Nee, das ist ein Vaterbild. Das sind wir. Ja. Das ist hier der Rand. Und hier kommt, siehst du jetzt hier oben gleich ein Schiff. Du siehst ja da im Moment Nebel haben und können nicht weiter wie 200 Meter gucken. Brauchen wir ein bisschen Radar, damit wir euch da Eile rüberkriegen. Und hiermit lenkst du die Motoren sozusagen, die Schiffsmotoren, ja? Ja, wir haben Pumpjets, wir saugen Wasser an, wird verdichtet und dann kommt es als kleinerer Strahl hier raus. Das ist unser Antrieb, haben wir 4 Stück, jeden Kopf ein. Und das sind die Piloten, womit wir steuern. Hier geben wir Gas und hier kommt die Richtung. Ja, siehst du dann noch hier. Das ist das. Da fahren wir, das ist die Richtung, dann immer rum und hinfährt. Ah, okay. Aber das hast du irgendwann im Blut, ne? Denke ich mal. Da brauchst du gar nicht mehr die Instrumente zu sehen. Ne? Nee, du siehst, merkst es ja auch hier, ne? Da wo dein Gas hingeht, das ist auch die Richtung. Trägst du es angeordnet und irgendwann achtest du da nicht mehr drauf, dass wenn ihr Träger fahrt, ihr macht das auch. Ja, ja, genau. Oder egal was. Das ist mal interessant zu sehen. Wie viel PS habt ihr insgesamt? Über 1000 sind. Und wahrscheinlich 4 Motoren dann, ne? 4 Motoren, ja. Wahrscheinlich Deutz Motoren. MAN. MAN. Hätte ich jetzt Deutsch sagen sollen? Nee, überhaupt nicht. Aber es freut mich immer, wenn es deutsche Motoren sind, die Schiffe. Ne? Ja, einfach gigantisch. Also die Aussicht hier oben. Ja. Ohne Nebel wäre es noch ein bisschen schöner. Also nochmal vielen, vielen Dank von allen. Ich will euch nicht aufhalten, deshalb gehe ich wieder runter. Ne? Sehr gerne. Okay. Gerne. Danke. Bitte, danke. Ciao. Ciao. Ah, ich finde das herrlich, dass man einfach so frei losquatschen darf und jeder so offen ist. Das finde ich einfach klasse. So, nochmal danke, ne? Du auch. Ja, so, und ich nehme euch wieder mit. Ja, das ist nicht selbstverständlich, dass ich da überall immer drauf darf und mit darf. Und ich habe das schon anders erlebt. Aber ich glaube, da kannte man mich auch noch nicht so. Diese Filme mache ich ja schon länger. Und ja, hauptsächlich um die Landwirtschaft darzustellen. Das ist ja eigentlich so mein Gebiet. Ja, jetzt sehe ich, dass die Traktoren schon vorgefahren sind. Ich würde mich jetzt noch mal abschalten, weil hier auf der Straße möchte ich nicht so rumfilmen. Da würde ich mich lieber auf den Verkehr hier konzentrieren. Und deshalb sage ich, bis nachher. Das ist so beeindruckend, was hier für eine Schlange vor mir fährt. Wir fahren gerade ja, sozusagen auf dem direkten Weg über die Bundesstraße nach Waldpotzheim. Da parken jetzt gleich die ganzen Fahrzeuge. Dann geht es erstmal kurz runter ins Zelt, einen Kaffee trinken, besprechen und dann geht es zu den Einsatzorten. Und das ist so beeindruckend. Ich fahre mal ein bisschen links. Die ganze Straße blinkt und für die, die sich jetzt zuschalten, die gerade aufgestanden sind, das ist die Westerwälder Gruppe vom LSV Westerwald e.V. Martin Eudenbach hat das hier organisiert, hat einen Aufruf gemacht. Wir müssen den Menschen hier helfen
weil die Menschen eben auch viele Aufrufe gemacht haben, von wegen vergesst uns nicht, und viele Bereiche, vor allem in den Auen von der A, sind noch gar nicht irgendwie in Ordnung gesetzt worden, oder da sieht es noch genauso aus wie vor über 5 Wochen. Da ist es genauso angeschwemmt. Das sind alles Helfer vor mir. Ich darf filmen. Ich hatte das vorher abgeklärt, auch wenn jetzt hier ein Nummernschild erscheint im Bild. Ich weiß nicht, welche Relevanz das hat, aber das sind alles Leute mit Kettensägen, Leute, die sozusagen mit Hand arbeiten, und die Maschinisten sitzen natürlich auf ihren Gerätschaften, die vorne fahren. Wir haben ganz verschiedene Gerätschaften dabei. Es ist ein Radlader, habe ich gesehen, viele Transportfahrzeuge, kleine Bagger, Mini-Bagger, mittlere Bagger, alle mit Greifgeräten, um Sachen verladen zu können. Die Leute mit den Kettensägen orientieren sich nachher wieder Richtung Aue, Richtung Flussgebiet, um da für Ordnung zu sorgen, um Sachen klein zu schneiden, damit wir die verladen können mit unseren Baggern. Was ich jetzt gleich mache, weiß ich noch nicht genau. Wenn von mir eine Maschine frei ist, nicht besetzt ist, werde ich mich draufsetzen. Das heißt, entweder sitze ich auf meinem Mobilbagger, auch mit Sortiergreifer, oder eben auf meiner Erdkarre. Ich fahre jetzt geradeaus weiter. Die biegen alle rechts ab, damit die gleich in die richtige Richtung hier auf dieser Bundesstraße stehen. Von daher schalte ich mich jetzt nochmal ab, denn jetzt ist es eher uninteressant für euch. Bis gleich. Ja, jetzt kommt die Westerwälder Gruppe hier bei uns am Versorgungszelt vorbei. Die sind einmal jetzt im Kreis gefahren und parken auf der Bundesstraße. Dominik ist auch schon im Einsatz. Ja, die stellen sie jetzt alle auf die Bundesstraße auf. Dann wird erstmal gemampft, weil ohne Mampf kein Kampf. Und dann, gucken wir mal, wo wir die alle hinschicken. Da war noch ein bisschen gestern ein bisschen Chaos, aber wenn da wirklich jetzt 70 Fahrzeuge anrollen, dann... Dann kriegen wir heute was geschafft, ne? Ja, wahrscheinlich sind sich Heimersheim, Ahrweiler selber in der Innenstadt nochmal, dann hier die ganzen Reste, die hier liegen. Irgendwie alles kriegen wir von A nach B transportiert. Weißt du, ob meine Fahrzeuge besetzt sind? Soweit ich weiß, meine ja. Sicher bin ich mir aber nicht, weil ich gestern Abend um 11 Uhr auch mal nach Hause gefahren bin. Du warst zu Hause? Ja. Das gibt's doch gar nicht. Aber war nicht lange. Ich glaube, 2-3 Stunden habe ich geschlafen. Ich bin um 4:30 wieder aufgestanden. Ja, und dann ging es weiter. Ja. Da geht schon leichter Stau. Ja, das ist üblich. Guck mal vor. Ah, das ist gut. Ah. Die hätte ich, glaube ich, noch nicht vor der Kamera, oder? Hi. Ich filme euch, ohne zu fragen. Zack. Ihr habt den Kühlwagen dabei. Ja. Das heißt, alles autark hier. Selbstversorgung. Ja. Ja. Wieso viel Tränke so erscheint, statt ein oder andere, das werden wir noch brauchen. Aber so. Bei wem darf man sich denn bedanken, dass alles dabei ist? Rewe West. Rewe? Rewe, ja, ja. Und wie heißt die Filiale? Ja, wir haben das beim Schenkelberg abgeholt, aber soweit ich weiß, ist das von Köln ausgeliefert worden. Ja. Ja, war angeliefert worden. Also alles nur der Preiser. Nochmal als Erklärung für die Leute, die jetzt zuschalten und nicht Frühaufsteher sind, die Mittelaufsteher sind, sage ich mal. Das hier ist die Westerwälder Gruppe, ne? Ja. Martin Eudenbach hat den Aufruf gemacht, für heute nochmal hier richtig Gas zu geben. Ihr seid mit 50 bis 70 Fahrzeugen, habe ich gerade gehört, hier. Also man kann sein, wir wissen jetzt, dass hinten dran hängt. Ja. Ja. Das haben wir immer gesehen. Das heißt, wir sind dem Aufruf gefolgt, der Bürger hier aus den Ortschaften, dass wir bitte dringend sie nicht vergessen sollen und helfen sollen. Ne? Was machst du dann heute? Da lasse ich mich mal überraschen. Wir haben ein paar Motorsägen hinten drin. Also was, wo, ihr müsst fahren. Geht, Fuß raus. Das, ich bin am Filmen. Ja?
alle Fahrer kommen jetzt gleich nochmal hier ins Zelt. Da wird dann nochmal Kaffee getrunken und alles Mögliche besprochen. Was können Sie tun? Ich bin hier dem Aufruf gefolgt. Ja, wir haben ja aber hinten filmen? Zur Werkstatt. Ja, natürlich kannst du mich filmen. Ich komme aus Grevenbroich. Aus Grevenbroich? Ja. Bin aber dem Aufruf hier gefolgt und weiß jetzt nicht, wo ich hin soll. Geh mal zum Dominik, der ja, weiß der alles. Der hat mich hinten hingeschickt, wo die Werkstatt ist. Ja, sonst kannst du wahrscheinlich hinter die ziehen und wirst dann gleich eingeteilt. Ne? Gut, ich stehe da. Komm ich dann irgendwie jetzt? Oder ja, kommst, kannst auch durch die Deponie fahren. Ja. Euskirchen ist auch dabei. Meinst du, kriegst das hin, Dominik? Wirst du da nicht ein bisschen nervös? Ich kann nichts mehr nervös machen. Ne? Also ich bin mal ganz ehrlich und dreist, mich schockt hier nichts mehr. Ich wusste immerhin davon, dass was kommt. Da habe ich schon die ersten Maschinen schon grob der Einsatz, wo die hingehen. Also ich kann dir auch sagen, es sind eigentlich noch mehr Maschinen, aber die langsameren Traktoren sind schon in Sinzig geblieben. Da sind Schlepper bei, die fahren nur 20. Die wollten nicht noch hier hochfahren und Zeit verschenken. Ich habe mit Eudenbach abgeklärt, dass ein Teil in Sinzig ist. Hier von der Firma Pfeiffer aus der Heimat. Krass, ne? Krass. Teil bleibt da. Jetzt weiß ich nicht, ob ich in die Autos filmen darf, weil ich nicht genau weiß, wer das ist. Abgeliefert im Lager. Sehr gut. So. Hier, den dürfen wir auch filmen. Tja. Da hast du was jetzt zu delegieren, würde ich mal sagen. Die Jungs kommen jetzt erstmal gleich frühstücken. Dann habe ich die knapp halbe Stunde Zeit, mir gedacht, was zu machen. Also der Dominik schmiert allen Brot. Ja. Wir haben heute Morgen 6 frische Hefezopfstuten bekommen. Die habe ich einfach noch aus der Heimat heute Morgen mitgebracht. Und da gibt es heute mal was anderes als Brötchen. Das ist gut. Den können wir auch gut gebrauchen. Ja, so lange Palettengabel, sehr schön. Also liebe Bürger hier aus Sinzig und allen Ortschaften Richtung Rhein von Walpertsheim, euch wird auf jeden Fall heute geholfen. Schnappt euch die Jungs, auch hier die mit den kleinen Kippern sind. Also hier ist ein PKW mit... ist das ein Kipper? Ja, ich glaube schon, ne? Ja, ist ein Kipper. Die sind auch da zum Helfen, um bei euch in die Privateinfahrten zu fahren und Sachen rauszuholen. Hier, die eben auch interviewt, Kettensägen dabei, die können die Augen ja ein bisschen frei halten, ne? Ja, genau. Frag mich, wo die alle wieder herkommen. Das ist echt der Hammer. Und die Stadt weigert sich immer noch. Erzähl mal bitte. Ich habe mehrfach jetzt bei der Stadt angefragt und allem, es ist jetzt alles in Händen der AWB. Die Großplätze, was die erste Idee war, abzufahren, wegzufahren, ist jetzt in Hand von Großfirmen, allem, die jetzt alles abfahren. Die Stadt kommt mir so voll, geht nach dem Motto, ja, bezahlen brauchen wir nicht, weil die Mann hat ja eh freiwillig so und ja, dann ist uns das ja scheißegal, wollen nicht, können nicht, wie auch immer. Ja. Mir geht das scheinbar am Arsch vorbei und ich bin da mittlerweile bodenlose Frecher, weil hier kommt man schon. Ich muss den mal gerade filmen, hier der Traum aus meiner Kindheit, ein Langhauber. Hi. Herr Zwischner. Hilf mir mal auf die Sprünge, ich hatte den LKW auf einem Bild gesehen. Ich hab dir geholfen, deinen Hof leer zu machen vor ein paar Monaten. Meinen Hof? Ja, der Johnny vom Andi. Von Haribo. Moment. Hilf mir mal auf die Sprünge. Der Johnny, der Freund vom Andi. Einfach erstmal mit dem Forst raus. Der Freund vom Andi? Als du abgesoffen bist vor einem Monat, da war ich bei dir und hab gekehrt. Ach, du bist das? Ja. Von Andi, hier von Andreas Höbel. Ja, genau. Ja, klar. Also er hatte mir geholfen, als wir abgesoffen sind bei dem ersten Mal, als es 100 Liter geregnet hat, pro Quadratmeter, warst du dann mit dabei und hast bei uns geholfen. Ne? Und weil wir diese Erfahrung gemacht hatten, hier neue Maschinen, ne? Hammer. Ja, fast neue Maschinen, die Löffel sind schon ein bisschen angekratzt. Das ist echt Wahnsinn, was hier anrollt, oder? Wie kommst du denn, dass du heute mit dabei bist? Tatsächlich das erste Mal, weil ich eigentlich samstags immer arbeite. Ich versuche so ein bisschen Haribo von Haribo aus ein bisschen zu koordinieren, ein bisschen mitzuhelfen. Ach ja, stimmt, du bist ja bei Haribo, ne? Tu alles, was ich kann, aber jetzt muss ich mal an Front. Ja. Aber sag mal, wo müssen wir hin? Das ist hier. Erstmal dreh dich mal bitte rum. Abschnittsleiter. Ja.
Ja, die Feuerwehr also Maifeld, die ja bei uns ja schon seit Wochen ist, war gestern Abend auch hier. Wir haben nochmal gemütlich beisammen gestanden und sagten, das Orange können wir nicht mehr sehen. Es reicht, du kriegst jetzt eine weiße Weste. Da steht dasselbe drauf im Grunde. Es ist eine schöne Geste, es ist wirklich enge Freundschaft. Und also er ist jetzt rehabilitiert, er hat jetzt eine weiße Weste. Ja, ne? Orange bleibt rund, damit man mich noch erkennt, sonst bin ich zu inkognito. Nee, stellt euch auf die Bundesstraße erstmal ab. Dann kommt da mal rein, da wird mal kräftig gefrühstückt. In der Zeit lasse ich mir was einfallen. Moin. Und dann, achso, greifen wir an. Hast du geparkt? Oh, gut. Am besten aber Bundesstraße, weil sonst wird's eng. Nee, ich hab nur noch vorne Ecke, jetzt kommt alles vorbei. Ich hab nur noch damit stehen. Ja, ich geh mal gucken, jetzt zurück. Ich wär's gerannt, ich hätte nicht gedacht, dass. Dann gehen wir mal ins Zelt. Ne? Unser Frühstück, ne? Heute Nachmittag, das Weinfest. Ja. Ich habe Glasscheiben dabei. Darf ich dich filmen? Darfst du. Du hast Fenster dabei, oder? Ich habe Glasscheiben dabei. Für einfach verglaste, wenn jemand hier Kellerfenster auszutauschen hat, das würde ich hier vor Ort zuschneiden, den einsetzen. Ich stehe da hinten mit meinem Bulli. Krass. Und würde das fertig machen. Also Aufruf an alle, die Einfachverglasung haben. Du bist der Mann vor Ort, der es direkt zuschneiden kann und genau. Einbauen, auch verkleben, denke ich. Ja, ne? Ja, genau. Wie kann man dich erreichen? Entweder über meine Handynummer. Willst du die sagen? Natürlich. 0173 59 30 342. Bitte nochmal. 0173 59 30 342. Okay, vielleicht mache ich gleich nochmal einen extra Post, weil das findet hier je nachdem nicht jeder. Mm-hmm. Also jeder, der betroffen ist, der Glasscheiben auszutauschen hat, super Aktion von dir. Bist du einfach hier hingekommen, oder? Ich bin einfach hier hingekommen. Ich habe das Glas gespendet gekriegt von unserem Großhändler. Ich bin Glaser vom Beruf und habe dann gedacht, hier fährst du runter. Ich war vor 3 Wochen schon mal hier und habe mich jetzt will beim Wiederaufbau so ein bisschen helfen. Ja, super. Genau euch brauchen wir ja jetzt, ne? Hier in den Ortsteilen, in anderen Ortsteilen ist es noch ein bisschen arg. Da müssen wir erst mal mit den Maschinen, die gerade vorbeigefahren sind, wegräumen. Mhm. Aber klasse, ja. klasse. Alles klar. Vielleicht machen wir noch mal gleich ein kurzes Video, ein einzelnes, und dann kündige ich das noch mal an. Oder du schickst mir per WhatsApp einen Text. Ne? Ja. Geht das? Hast du meine Nummer? Deine Nummer habe ich nicht. Nee. Die will ich jetzt hier auch nicht sagen. Nein, nee, okay. Machen wir gleich beim Kaffee. Genau. Wir treffen uns jetzt im Zelt, ne? Genau. Alle Mann. Okay. Ich lasse mal das Handy an, ich frage, ob ich filmen darf, und dann filme ich einfach im Zelt weiter. Aber das sind genau die Menschen, die wir hier brauchen, ne? Die einfach wissen, was gebraucht wird. Das kann sich jeder vorstellen, wenn ein Haus zerstört ist im unteren Bereich, und die dann einfach machen, die einfach vorbeikommen, die Sachen einpacken und einfach hier hinkommen. Also ohne einen großen Plan oder irgendwas. Hier. Also dich darf ich ja sowieso filmen, brauche ich nicht fragen. Ab und zu mal filmen. Dich auch. Da sind diverse Geschenke für dich angekommen. Richtig geil. Die, die ich schon selber gebrauchen konnte, habe ich behalten. aber was sind unser Gemälde? Wie groß ist das denn? Zum Beispiel ist weg. Ich weiß nicht, wo es hin ist. Hat der Hund zerrissen. Der immer schläft. Ja, manchmal nicht. Ne? Nee, aber das, ich denke, das unterschreiben wir und versteigern. Wie groß ist das eigentlich? Das haben wir uns gestern. Ziemlich groß. Also so Armspannweite, sage ich mal, auseinander. Aber ich habe auch andere Sachen. Aber gesehen, Moment, Markus. Nein, deine. Nee, das stimmt nicht so ganz, die Augenfarbe bei dir auf dem Bild. Nicht? Nee, extremst hellblau sind sie dann doch nicht. Ja, ich bin farbenblind. Bei mir passt jede Farbe. Nee, so im Rot-Grün-Bereich bin ich ein bisschen blind. Hör mal, die Aktion, die du vorhast, erklär mal bitte, was du machst. Oh oh. Welche Aktion? Mit der Heizung. Oh 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 oh. Wieso, oh, du kannst ja dabei bleiben. Nee, ich möchte. Oh je, ich muss. Ich bist. Nee, nicht am Morgen schon sowas. Ich bin mal frühstück. Zu kompliziert? Hört es euch an. Ganz kurz erklärt, du willst eine Hackschnitzelheizung aufbauen, ne? Nein, wir wollen Wärmenetz aufbauen. Also wir hatten vor 2 Wochen ein Netzwerktreffen mit vielen Firmen, die in Baden Energien unterwegs sind. In Kassel 2 Tage, und dann habe ich so ein bisschen von hier erzählt. Und das konnten die dann auch nicht so ganz greifen. Dann habe ich noch 1, 2, 3 Videos von dir zeigen müssen. Und dann waren da ein paar mehr ziemlich bewegt. Dann war ein Netzwerktreffen. Kannst du ein bisschen lauter reden? Dann war das Netzwerktreffen zu Ende, und abends riefen mich schon 2, ja, ich sag mal, Mitbewerber an oder Partnerfirmen aus unserem Netzwerk, Experten, und sagten, komm, wir müssen da irgendwas machen. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte einen Ort, da könnte man das vielleicht machen. Die haben nur Ölheizung. Und ich weiß noch, wo wir darüber telefoniert hatten, wo ich da in Resch die 2. Woche weggefahren bin, wo der Bürgermeister zu mir sagte, was mache ich denn in Resch, was mache ich denn, wenn die Helfer alle weg sind? Da hat er meine Nummer, wollte er haben, und da habe ich gesagt, dann rufst du uns an, dann schicken wir dir Hilfe.
Und ich habe gesagt, das ist der, dem wir helfen müssen. Der ist von Tag 1 da unten im Ort wirklich und für seine Leute da. Morgen. Da müssen wir was machen. Ja. Ja, dann bin ich da hingefahren oder habe mit dem telefoniert, mit dem Dominik Gieder. Und habe gesagt, so und so sieht's aus. Ja, sagt er, bei mir ideal, ich habe sowieso alle Straßen kaputt. Da können wir was machen. Und unsere Idee ist jetzt, ein Fernwärmenetz zu bauen. Ja. Für die Anwohner dort. Und wollen das bis Ende 2022 erstmal sehen, dass das übernommen wird, damit die Leute auch in Ruhe was machen können. Oder wir sagen, wir brauchen für das Netz, wenn wir es betreiben, so den halben Durchschnittswärmepreis dafür, ob der nun kommunal getragen wird oder wie auch immer, und wollen dann Wärmenetz bauen. Jetzt waren wir letzte Woche da, haben das nochmal besprochen. Da waren dann auch echt gute Leute vom Städte- und Gemeindebund dabei. Die haben nämlich ein paar in Ruhestand versetzte aktiviert, richtige Praktiker. Ja, das die sind jetzt in den Orten, genau, die sind in den Orten unterwegs. Die sind echt gut. Die waren da mit bei und fanden das auch gut. Was ist das? Das sieht alles immer so futuristisch aus. Diese Spülwagen, die sind echt schick. Ja, also, du willst ein Fernwärmenetz aufbauen. Aber wir haben den ersten Dämpfer gekriegt. Dazwischen ist ja die Bundesstraße. Da dürfen wir definitiv nicht drunter her. Was? Nein, erstmal nicht. Und deshalb bauen wir jetzt zwei Wärmenetze. Eins rechts der Bundesstraße, eins links der Bundesstraße. Das ist wahr, jetzt unser oder? Plan. Ich meine, wir müssen sowieso mehr Heizcontainer bauen von der Größe her. Von daher ist es nicht ganz so schlimm. Und wenn das dann mal irgendwann in der Mitte geregelt ist, führen wir die zusammen. Also wir legen die schon so aus, dass man die dann zusammenführen kann und dass die auch langfristig betrieben werden können und irgendwann von Hackschnitzel weg zu erneuerbare Energie, Biomethan, BRKW oder sowas. Also für alle Leute, die jetzt das alles nicht verstehen so ganz, du planst gerade ein Heizsystem für die Menschen in, genau, mit zwei in Derna oder wo zusammen. War das? In Resch. In Resch? Mit zwei anderen Firmen zusammen. Mit zwei anderen Firmen, genau. Und somit eventuell wäre. Eventuell auch für Maischoss, weil der Bürgermeister war beim Gespräch auch schon dabei. Kannst du denn zusichern, dass das vor dem Winter am Laufen ist? Also, wenn wir alle Sachen, die wir jetzt angefordert haben, dafür haben, könnten wir theoretisch in zwei Wochen mit dem Wärmeleitungsbau anfangen. Also, vor dem Winter hätten die Leute die Häuser warm. Also, das muss in sechs Wochen muss da geheizt werden. Ja. Das ist das Endziel. Also es hängt jetzt wieder an irgendwelchen Anträgen und Schriftgramm? Nee, Anträge gar nicht. Wir müssen eine Aufnahme, Bestandsaufnahme, wir müssen mit den Bürgern natürlich sprechen, wie kommen wir in die Häuser, weil die Übergabestationen liefern wir auch mit, da haben die auch keine Kosten. Das heißt, die brauchen wirklich nur Plug and Play an ihre Leitung anschließen und dann könnten die heizen. Klasse. Das also ist ich bin mal gespannt, weil ich bleibe ja mit dabei, das begleite ich dann auch, weil ich es einfach super finde. Und genau. Das System wäre übertragbar auf alle anderen Ortschaften auch? Das wäre theoretisch adaptierbar, ja. Ja. Ich meine, in Resch ist wirklich der Vorteil am Maischoss, dass da viele Straßen echt kaputt sind. Du musst jetzt nicht irgendwie öffentlichen Grund und so weiter, das kann die Gemeinde entscheiden. Aber das ist doch alles irrelevant, ich verstehe das gar nicht. Wenn es doch ums Heizen geht, dass die Leute, die an dieser Straße liegen, Wärme ins Haus kriegen, da muss man doch... Wir haben ja schon die ersten... Dann heißt es ja, da liegen ja andere Leitungen drin, dann brauchen wir Leitungspläne, die Kanalisation liegt da ja auch noch, das können wir nicht. Eventuell liegen wir auch einen Teil oberirdisch erstmal, bis wir dann wirklich in die Erde können. Auf jeden Fall wichtig ist, dass da Wärme hinkommt, ob nun oberirdisch, unterirdisch, auch genau. Verluste. Die Verluste, haben wir gesagt, müssen die beantragen, weil die werden jetzt ja auch ohne Ende heizen. Ja. So, und wir haben jetzt gesagt, wenn man den Schnitt von den Häusern, was sie sonst haben, nimmt und die Differenz zu dem, was sie jetzt wirklich brauchen, das muss irgendwo dann kommunal beantragt werden und gemacht werden. Aber da haben die Altherren vom Städte- und Gemeindebund gesagt, da kriegt man einen Dreh dran. Was kriegen wir? Da kriegt man wohl einen Dreh dran. Ja, den kriegen wir dran. Ja. Klasse. So, ich gehe mal weiter ins Zelt. Vielen Dank an dich. Was hast du da? Wie? Nö, lass, machen wir nachher nochmal ein extra Video. Und zwar... Das Wimmelbuch, wo ich ja eigentlich mit involviert war, aber überhaupt nichts zu beigetragen habe. Ich war zwar in der WhatsApp-Gruppe drin und zwar ist hier ein Wimmelbuch erstellt worden. Ne? Genau. Von Landwirten zusammen mit den Leuten, die eben Wimmelbücher machen. Ne? Nein, nicht ganz richtig. Es gibt ja diese Standard-Wimmelbücher, die ihr alle kennt. Diese dick gebundenen Bücher mit vier Bildern drin. Darf ich drauf filmen? Ja, ne? Ja klar. Mit vier Bildern drin. Die gibt es. Und daraus ist dann der Wimmel Max Verlag entstanden. Das ist ein eigener Verlag für dieses Wimmel Max Buch. Also ich habe es falsch bezeichnet. Wimmel Max Buch ist entstanden in Zusammenarbeit mit Landwirten und den Leuten, die das rausbringen. Ja, dies hat eine Besonderheit. Sonst ist es ja ein reines Bilderbuch. Ja. Bei diesem Bilderbuch ist es so,
dass vorne zwei QR-Codes drin sind. Das heißt, man kann einmal eine Geschichte für Kinder runterladen, da wird jede Seite explizit erklärt und die Texte davon haben wirklich praktische Landwirte geschrieben. Ja. Zu den Sachen, die pro Bundesland in diesem Buch sind. Und dann gibt es aber auch nochmal einen extra Text für Erwachsene. Kann man das nochmal erweitern? Hier noch eine Spalte hin für ab 18 Jahre für die Wippi-Fangemeinde. Sendung mit der Maus? Zu spät. Fürs nächste können wir es machen. Okay. Für Wippi TV machen wir das nächste Mal extra. So, und dann haben wir hier jedes Bundesland. Und was, es ist halt anders als sonst. Da ist nicht nur eine Kuh, ein Schwein, ein Huhn abgebildet, sondern hier ist es auch wirklich realistisch, dass auch mehrere Tiere im Stall stehen. Und das wird auch erklärt. Ja. Ne? Hier, ich will jetzt nicht jede Seite filmen, sonst kauft das nachher keiner. Ne? Wie Kartoffeln gerodet werden und so weiter. Auf jeden Fall. Ist das ein super Ding, das kommt zum Weihnachtsgeschäft raus. Ja. Einmal über den wimmel-max.de Verlag. Man kann es über die DLG bekommen, über deren Verlag. Und es ist in ganz viel Lebensmitteleinzelhandeln zu bekommen. Gibt es denn da eine Aktion fürs Ahrtal dann drauf? Oder kann man das ins Leben rufen, dass man sagt, 1 Euro, weil der Preis steht ja noch nicht fest, oder? Ja. Also ich winke jetzt hier mit dem Zaunpfahl, du merkst es schon. Ja, wir haben wir wollen ja hier keine Werbung machen für Sachen, die jetzt nicht dem Ahrtal oder den Überschwemmungsgebieten, sorry, dass ich immer Ahrtal sage, den Überschwemmungsgebieten was bringt. Wir haben ja eigentlich eine Zusage getroffen, dass ein Teil dieser Erlöse an die Landwirtschaftsbewegung geht, die wir alle ja haben, LSV und solche Sachen, die sich wirklich viel und lange ehrenamtlich über unsere Kanäle auch bewegen. Das jetzt rückgängig zu machen, wäre natürlich ein bisschen unschön. Ja, 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 nee, kann ich verstehen. Das war jetzt nur von mir dahergesprochen, wie ich das immer so mache. Wir haben da echt drüber nachgedacht und vielleicht können wir auch noch mal eine Sonderaktion machen. Ah, der ist schon länger hier. Ne? Vielleicht können wir auch noch mal eine Sonderaktion machen, aber das müssen wir echt noch mal besprechen, wie wir das denn. Auf jeden Fall ist der in ganz vielen Supermärkten auch zu kriegen, das Buch zum Weihnachtsgeschäft. Das geht so ab KW 46 los. Dass die in ganz Deutschland auch in vielen Supermärkten sind, die ziehen da echt mit. Das ist auch das Gute, weil das ist mal ein Zusammenschluss von den Supermärkten, Bauern. Also das ist ja akzeptiert worden, glaube ich, von den Supermärkten, dass das darüber vertrieben wird. Ja. Weil es einfach die Landwirtschaft realistisch darstellt, ohne zu beschönen oder so negativ darzustellen, wie es auch viele machen. Und es ist nicht von Autoren geschrieben. Es ist wirklich von praktischen Landwirten, diese Texte für dieses Hörbuch gemacht. Und der Clou ist, dieses Hörbuch spricht Ralf Richter, der Schauspieler. Ah, okay. So, und mit dem haben wir auch schon Videodreh gehabt, um ein paar Spots zu machen und so weiter. Und mit halt Wimmel Max und Wimmel Biene. Und das läuft jetzt voll im Fluss. Klasse. Vielen Dank. Ich gehe jetzt mal ins Zelt. Genau. Ja? Darf ich euch alle filmen hier? Nicht. Ja? Ja. Wir haben dir zum einen eine Kleinigkeit mitgebracht, ja, also Wippi Extra Sweet, damit du uns nicht vom Fleisch fällst. Ein bisschen das, Kakao. Das ist die faire Milch, also die kaufe ich auch immer, weil da gehen 40 Cent. Nee, wie viel? Ich kann dir nicht sagen. Also, ich bin selber nicht dabei. Einmal durch. Das ist auf jeden Fall eine faire Milch für die Landwirte, weil da ein gewisser Prozentsatz von... richtig bei den Bauern auch ankommt. Genau. Dann haben wir eine Veronika dabei, in klein. Die sollst du bitte auch unterschreiben. Die kommt vom Oliver Koch. Ja. Die soll dann zugunsten der Ahrtalbewohner versteigert werden. Ja. Dafür durfte ich die mitschleppen. Ich habe morgen einen Termin mit Leuten von Bares für Rares. Da geht es auch um Versteigerung von solchen Sachen. Okay. Könnt ihr euch vielleicht mit dranhängen. Der ist auch schon wieder da. Hallo. Ich komme gleich mal los. Nein, das kannst du aber, oder könnt ihr drei, du, der Wilhelm und der Markus, ihr könnt das machen. Okay. Die ist jetzt ab jetzt euch überlassen. Dann würden wir die, denke ich, in allen Verständnis von allen. Die hat sich zwar bei uns, muss ich dir das Bild mal nachher zeigen, bei uns auf dem Esstisch super gemacht, hat den Brautstrauß von Julia gefressen. Ja, du bist frisch vermählt, ne? Aber. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, vielen Dank. Ja, alles zwischen Ahrtal-Hilfe und Ahrtal-Hilfe dann mal eben geheiratet und also da ist die kleine Veronika. Ihr müsst nur auf die Hörnchen ein bisschen aufpassen, die brechen wohl zügig ab, ist mir gesagt. Machen wir, ja. Aber ich denke, die ist bei euch in guten Händen und da du ja von Hause aus kein Milchviehhalter bist, wäre ich gerne geworden. Das steht in so einem Buch, was ich in der Schule irgendwann mal ausgibt, so einem Freundschaftsbuch, das habe ich für die Lehrerin. Und da steht drin, dass ich gerne 20 Kühe hätte. Da steht alles detailliert drin, ist anders gekommen, als ich dachte. Dann ist das ja jetzt der Anfang. Dann müssen wir mit dem BDM zusammenlegen, dass du die 20 Kühe auch noch kriegst. Dann kriegst du die vor den Haus gestellt.
Ja, gut. Hier ist der Wilhelm Hartmann auch schon. Ich gehe mal. Danke euch. Wo soll ich die dann hinstellen? Stell sie mal hier hin. Das vergesse ich auf gar keinen Fall. Ja, moin. Moin, Wilhelm. Der wie viele Stunden hast du geschlafen? Zwei oder drei? Nee, es waren doch vier, weil es war gestern Abend noch so viel abzustimmen. 4 Stunden und 20 Minuten, die ich nämlich verschlafen habe. Aber ich habe es geschafft. Ich sag ja, der ist total durchgeknallt. Aber das sage ich jetzt nicht so laut, sonst ist er beleidigt. Naja. Nein, nein, alles gut. Damit kann ich umgehen. Schauen wir mal, Markus. Ich weiß nicht, also wir werden ja hier immer wieder mit ganz tollen Sachen überhäuft. Obwohl wir das ja eigentlich gar nicht brauchen. Oder? Hast du mal gesehen, wie das da drauf gekommen ist? Nein. Mach das mal auf, das Buch. Ich habe es eben erst bekommen. Das ist, also das ist mir gestern zugeschickt worden und perfekt dargestellt. Das ist unfassbar. Ach, guck mal, das sind Schnitte. Das ist ja der Hammer. Das ist krass, ne? Eine Kunst. Also, aber ich weiß nicht, wann soll ich das lesen? Keine Ahnung. Also, ich weiß vielleicht nicht. Bist du ja irgendwann mal Rentner. Ne? Genau. Aber ich glaube, bei dir wird es... Ja, weiß man nicht. Ne? Mal schauen. Irgendwann wird es ja mal wieder ruhiger. Also vielen Dank an die Person, die möchte nicht namentlich genannt werden, die uns das zugeschickt hat. Es waren ganz viele Bücher. Ja. Für jeden eins dabei, auch hier für den Herrn Zintel. Habe ich schon Hammer. Ja. Raus. Cool, reden ist Silber, schweigen ist tödlich. Das muss man sich auch mal merken. Ja, das haben wir ja drauf. Ne? Wir schweigen ja nicht. Eben. Ja, echt genial. Ja. Ich hab so eine kurze administrative Anweisung. Die B267 muss ab 10:30 leer sein. Das heißt, da müsst ihr mit eurem Trost dann schon weiter sein, weil dann kommen die ganzen Container-LKWs, die werden jetzt gerade in Darmstadt geladen, in der Nähe von Darmstadt. Kannst du in einem ganz kurzen Abriss nochmal das mit den Containern erklären? Ja, also es geht darum, dass wir heute 45 Wohn- und Sanitärcontainer aus der Nähe von Darmstadt hierher fahren. Da haben auf wessen Initiative? Wer hat das in die Wege geleitet? Schau mich an, schau mir in die Augen. Ja, ich war es. Ich bin dafür auch voll verantwortlich, auch weil der Besitzer eben immer noch keine Kostenübernahmeerklärung hat. Das heißt, du übernimmst die Kosten auch noch? Im Moment stehe ich im Risiko, ja. Mit wie viel? 155.000 netto für die Container. Alles andere ist ehrenamtlich. Die Firma Meister, die lädt dort, die hat auch mal aus Dieburg ist die ja, die hat die Anlage auch mal aufgebaut dort vor Jahren. Dann sind jetzt rund 18, wir haben eine eigene WhatsApp-Gruppe gegründet, noch 18 LKWs, die auch diesmal die passenden sind, die bekommen die Container geladen und fahren hierher. Ja. Schlürft hier neben mir seinen Kakao aus. Ja, aber das ist ja seine Eigenschaft. Kaffee trinkt er nicht, der trinkt Kakao. Der ist so ein ganz weichgespülter Zindelling. Oh. So, weiter geht's hier. Ja, und deswegen müssen die oben auf der B267 umladen, weil wir die dann mit dem Silas seinen Tieflader reinfahren in das Gelände. Dort steht wieder ein Kran von der Firma Meister, der Florian Koch mit dem Vierachser, der schon mal hier war, und der stellt die dann auf. Und wenn dann das Ganze fertig ist, dann werde ich dann mit dem Bürgermeister mir das mal angucken. Und dann, glaube ich, wird er, also ich will ihn ja nicht denunzieren oder so, aber dann wird er sagen, geil. Nur im Moment war er nicht in der Lage, das Ganze einzuschätzen, zu bewerten. Und vor allen Dingen die Notwendigkeit sah er nicht. Ich habe es nicht verstanden in dem Gespräch neulich. Das, aber ist ja so krass, weil wir haben ja jetzt hier Leute, die Menschen begleiten mit Papierkram und so weiter. Die brauchen ja Büros. Ne? Ja, gut, und für die Menschen, die das jetzt hier noch nicht ganz verstanden haben, weil erst ein Auge auf ist und die andere Gehirnhälfte noch im Schlaf ist. Er hier. Wo ist dein Herz? Hier ist dein Herz. Mhm. Das hier hat mal eben 150.000 Euro auf den Tisch geblättert. Als Vorleistung, wo noch gar nicht klar ist, ob die Kosten übernommen werden, für eine Containerstadt, die jetzt gleich geliefert wird. Die Lieferung erfolgt ehrenamtlich. Der Transport ist also frei. An die Firma, nenn die nochmal bitte. Es sind mehrere. Ein runder Haufen. Also da ist die Bahn ist mit drin. Also wirklich verschiedene, die sich bereit erklärt haben. Selbst aus Osthessen kommen welche. Palettenhändler oder Spediteure. Das war ja ein Aufruf. Die haben sich aus allen Ecken der Republik gemeldet. Wenn die alle den Sinn erkannt haben, was ich nicht so ganz verstehe. Der Container, das ist doch auch mit dieser Heizanlage, wie du gesagt hast. Ja, ja, genau. Heizanlage, klar, weil das ist ja für länger, weil es wird ja demnächst nachts kälter. Warum heißt es denn, warum ist denn kein Bedarf, also warum wird der nicht erkannt? Aber weil es ist doch hier alles zerstört, die Leute... Ja, ich sage ja jetzt nichts Falsches. Ich kann nur sagen, es wurde mir mitgeteilt, dass
die ganzen Bürgerinnen und Bürger da nicht weg wollen. Kann man erstmal verstehen. Aber das sind ja Zeichen an manchen Häusern. Manche Häuser sind einsturzgefährdet. Es gibt Häuser, die sind sogar schon abgerissen. Ja. Also diese Leute müssen ja über die nächsten Monate, wenn nicht sogar ein Jahr, irgendwo wieder Fuß fassen oder Zwischenfuß fassen. Und das wäre halt die Gelegenheit. Aber die öffentliche Hand sieht das nicht. Die öffentliche Hand sagt, es besteht kein Bedarf. Zitat Ende. Und das ist ja genau wie mit den 50 Traktoren. Da wurde ja auch geäußert, die jetzt heute hier sind zum Aufräumen, weil uns die Bürger ja ansprechen, helft uns bitte und vergesst uns nicht. Und von öffentlicher Hand heißt es dann, nein, ist kein Bedarf. Genau. Das ist das Krasse. Wir bekommen täglich Meldungen, ne? Gestern wieder aus Sinzig und so weiter, hier passiert nichts und so weiter. Das sind ja keine Fake News. Das sind ja Hilferufe. Ne? Und das ist unvorstellbar. Und ich habe auch noch eine Frage. Wenn mir jemand sagen kann, wo im Moment die Frau Weigand ist, die Cornelia Weigand, wo sie, ob es ihr gut geht, wie auch immer. Sie ist seit 14 Tagen für die meisten nicht mehr präsent. Ihre Facebook-Präsenz endete mit dem letzten Beitrag am 6. August. Und ich mache mir Sorgen um die Frau. Und es geht mir nicht darum, dass ich mit ihr einen Kaffee trinken will, sondern es geht darum, dass sie sich sehr eingesetzt hat. Sie hat einen Brandbrief nach Berlin geschrieben, sie hat eine Pressekonferenz einberufen und wer sie da gesehen hat, hat gesehen, dass sie am Ende ihrer Kräfte war. Und ich mache mir wirklich Sorgen, weil das wäre eine wichtige Person für die Verbandsgemeinde, um da Entscheidungen jetzt weiter voranzutreiben. Sie ist im Moment nicht erreichbar, sie ist nicht präsent. Das ist kein Vorwurf, das ist eine Sorge. Ich habe eine Sorge. Und wenn irgendjemand sagen kann, es geht ihr gut oder sie ist in ärztlicher Behandlung, dann würde mich das beruhigen. Ja, also das sehe ich genauso. Ich hatte gestern mal gegoogelt, Frau Weigand, und ich habe mich erschrocken über die Bilder, die ich gefunden habe und wie sie tatsächlich jetzt dann mitgenommen aussieht. Also Frau Weigand, von unserer Stelle aus wirklich alles, alles Gute, wo immer Sie jetzt sein mögen. Und was immer der Grund ist, weshalb sie sich jetzt rausziehen mussten, weil das war mit Sicherheit ein Zwang dahinter. Alles Gute von uns allen. Ja, auf jeden Fall. Ja, irgendwie ein kurzes Lebenszeichen würde wirklich mich beruhigen, weil ich hab da echt Sorgen. Wir wissen gar nicht, was so in manchen Bereichen los ist. Wir kriegen es an der Basis mit, aber von oben her, ich weiß nicht, was da so läuft. Ich kann es nicht sagen, aber es kommen immer mehr Fragezeichen auf, weil es wird propagiert, dass vom Bund und vom Land her die Hilfen alle bereitstehen und fließen und zur Verfügung stehen. Aber komischerweise kommt es hier bei dem Volk, bei den Bürgern überhaupt nicht an. Es sind zwar ein paar Organisationen da, aber es ist nichts zu verspüren von dieser, ich sag jetzt einfach mal, von diesen Milliarden, die ja auch irgendwo gebraucht werden, um hier eine vorübergehende Infrastruktur zu schaffen, um hier mal Gas zu geben. Das ist schon x-fach gesagt worden. Jeder Tag, den wir jetzt verstreichen lassen, der rächt sich in den nächsten Monaten bitterlich. Genau. Du bist Gärtner, ich bin Landwirt. Natürlich. Du bist Bauunternehmer. Ja. Wir wissen ganz genau, was im Winter passiert. Natürlich. Dann kann es sein, dass hier alles stehen und liegen bleibt, wie es hier gerade ist. Ne? Genau. Auch die Häuser. Es muss in den Häusern, die Feuchtigkeit muss raus. Jetzt helfen die Temperaturen noch ein bisschen mit und so weiter. Aber da muss Hand angelegt werden. Man hört den einen oder anderen Bohrhammer und Stemmhammer im Hintergrund. Das sind viel zu wenige. Ich weiß nicht, wo ist diese Welle? Ja, diese Welle, wo es heißt, okay, da kommen jetzt 100 Bundeswehrsoldaten in den Ort, die sind ausgestattet, da hat jeder einen Stemmhammer in der Hand, Strom gibt es ja schon wieder, und dann geht es von Haus zu Haus und dann wird da durchgestemmt. Dann stehen wir dahinter und packen das Zeugs weg, damit die Straßen sauber sind. Wo ist das? Ja. Wo ist der General, der sagt, so wird's gemacht? Ich verstehe das nicht. Ich ärgere mich darüber, weil jeder gibt natürlich irgendwas. Das heißt dann, ja, es läuft unkoordiniert. Ja, weil es niemanden gibt, der hier mal sagt, so wird es gemacht. Hattest du schon Kontakt zu dem Staatssekretär AD außer Dienst, der da jetzt diese Wiederaufbauabteilung leiten sollte? Wurde doch mal in irgendeiner PK vorgestellt, der Mann. Nein. Das hat der HD mich gestern auch gefragt. Ja. Ich kenne den gar nicht, den Menschen. Also ich kann es nicht sagen. Ich will ja auch niemandem da was vorwerfen. Vielleicht machen sie irgendwas, nur wir merken nichts davon. Ne? Also setzt mal Zeichen, nehmt auch gerne mal Kontakt auf. Wir wollen uns nicht wichtig machen, aber wir würden gerne mal ein Gespräch führen. Also ja. Das sollte doch angenommen werden. Wir stehen, das verstehe ich auch nicht. Ne? Wir haben das ja schon so oft gesagt. Ja. Wir sind jetzt in der sechsten Woche. Ne? Wir machen gerade die sechste Woche voll. Ja. Und es passiert nichts, gar nichts. Ne? Also das Einzige, was jetzt gut gelaufen ist, war die Brücke hinten für die Familie.
Da hieß es ja zuerst, nee, mach mal nichts mit den Rohren, ja, über die RWE, nochmal danke. Und dann ging das innerhalb von 2 Tagen, hieß es von der ADD, es kommt diese Brücke von dieser Spezialfirma aus Kaiserslautern, die diese Panzerbrücken baut. Und innerhalb von 2 Tagen stand das Ding. Das klappt jetzt. Ja, aber warum? Wer hat denn den Funken entfacht? Wer denn? Genau. Ich meine, wir wollen uns nicht selbst so weihräuchern und so weiter, um Gottes Willen, aber der Bauer, der hätte niemals den Atem gehabt, den langen, um sowas irgendwo zu veröffentlichen. Er hat doch gesagt, er hat 4 Wochen lang probiert, eine Brücke zu kriegen oder eine Überfahrt. Er hat ja überall angerufen, hat sich ja gekümmert und keiner hat ihm zugehört, bis dann durch die Reichweite. 4 Ohren sozusagen Gehör gefunden. Und innerhalb von einem Tag hast du das geregelt da. Ne? Ja. Und das ist ja auch wieder das Kuriose. Und dann erzählt der ADD, klopft sich dann da oben wieder selber auf die verstaubte Schulter. Ne? Mhm. Und das ist so unfassbar, was die für ein Spiel betreiben. Also das tut mir leid, dass ich das immer so sagen muss, aber es ist leider so. Ne? Und auch gestern habe ich einen Anruf bekommen von einem, der hier wohl LKW-weise Werkzeuge runtergefahren hat, von allen namhaften Herstellern, Bosch und so weiter, und hat mich gefragt, wo sind denn die Stemmhammer geblieben und so. Also einer hat für 200.000 Euro Stemmhammer rein und. Und ich dachte, welche Stemmhammer? Ja, die sind noch am Nürburgring sehr wahrscheinlich. Also wenn da einer hier zuguckt und weiß, wo diese Stemmhammer geblieben sind, weil er meinte auch sowas, das ist irgendwo an eine Stelle wahrscheinlich gegangen, an eine offizielle, aber es kommt hier nicht an. Genau. Die Leute brauchen die Stemmhammer hier für die Häuser, hallo, die brauchen wir nicht, um weiter zu vermarkten oder zu vermitteln. Wir brauchen die hier für die Häuser, also bitte melden. Ja? Das ist unvorstellbar, was da läuft. Also wie sagt Christian Lohmeier, eine Schande. Und er hat da absolut recht. Und wir wollen da niemanden bloßstellen, aber wir müssen doch die Wahrheit sagen. Und also ich könnte nachts nicht ruhig schlafen, ist sowieso schon ein Problem. Wenn ich das, was ich hier erlebe, nicht kommuniziere, dann werde ich ja zum, wie sagt man, das ist jetzt hart, aber zum Mittäter der Unterlassung. Man muss darüber reden. Ich mache das ja hier mit den Videos auch. Ich erzähle euch ja alles, wirklich. Das ist für mich vielleicht auch eine kleine Hilfe. Ja. Aber du kannst das nicht mit ins Bett nehmen, was du hier alles manchmal so mitkriegst. Ne? Das ist einfach so. Ja. Also, wir sind erreichbar. Wie wisst ihr? Und bitte, wer das Angebot annehmen möchte, nehmt Kontakt auf. Also, ihr blendet immer das goldene Buch in dein Gesicht. Oh. Und ich bin mir ganz. Nee, ich bin mir. Zeig nochmal bitte. Also, das ist uns gestern zugeschickt worden für jeden hier, für Dominik, für Holger, für euch beide. Unfassbar, für Daniel. Ja. Und ich bin mir ganz sicher, dass du irgendwann mal ein goldenes Buch überreicht kriegst, aber das dauert hoffentlich noch ganz, ganz lange, wo dann all deine Fans dir was Liebes reingeschrieben haben. Und das ist echt Wahnsinn, was du hier leistest, was du aus dem Boden stampfst, deine ganze Energie. Du hast zu Hause eine Firma mit 150 Leuten, die muss ja auch laufen. Trotzdem bist du wieder hier. Du bist heute Nacht irgendwann, wann bist du losgefahren? Um 2 hast du mir geschrieben, glaube ich. Ja, da war ich schon wach. Schläfst du überhaupt? Ja, ich muss das mal fragen. Du schläfst nie, oder? Nicht viel. Die vorletzte Nacht hatte ich auf der Autobahn. Nein, sieben Stunden vorletzte Nacht. Das war Rekord. Ja. Der war stolz wie Oscar, hat er direkt geschrieben, ich habe 7 Stunden am Stück geschlafen. Kannst du dir das vorstellen? Ja. 7 Stunden am Stück. Ja. Ja, das hat funktioniert. Das muss aber jetzt auch reichen für die nächsten 2 Wochen. Ne? Eben. Vorgeschlafen. Ja, das ist ein bisschen Training schon für den Winterdienst. Aber nein, es lässt einen nicht mehr los. Ich habe heute Nacht jetzt, das ist kein Flach. War ja schon so. Wirklich, ich bin aufgewacht, weil ich eben so früh wach war, von der Ortsbürgermeisterin oder von der Verbandsbürgermeisterin geträumt habe. Ich habe irgendwas stimmt nicht, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, und da bin ich wach geworden, da konnte ich nicht mehr einschlafen, weil das lässt mich nicht los, weil diese Frau seit 14 Tagen nicht mehr präsent ist. Und gestern gab es hier wieder einen Suizid. Ja? Hier in Waldmotzheim. Ein Arzt. Ja. Da fällt mir gestern Morgen, ne, als ich hier ankam. Ja. Da fällt mir nichts mehr ein. Ja, und das ist ja das Schlimme. Deshalb, wir wollen den Menschen hier ein Signal geben. Ne? Leute, es geht weiter. Wenn ihr solche Gedanken in euch tragt, kommt zu uns. Wir haben alle Nummern, wir können euch vermitteln, wir können euch sagen, wo euch geholfen wird, oder wir helfen euch. Genau. Wir lassen euch hier nicht im Stich, wir machen hier weiter. Ne? Und das Zeichen wollen wir euch heute auch setzen, ganz besonders mit deiner Containeraktion, mit den Jungs aus dem Westerwald, mit 50 Maschinen. Die sitzen hier noch, sind am Frühstücken. Ich frage mal in die Runde, ob ich filmen darf. Wilhelm, ich lasse dich jetzt in Ruhe. Ja. Du hast wahrscheinlich noch genug zu regeln. Ich muss mal ins Brötchen beißen. Es gab noch kein Frühstück heute. Dann. Ja, danke. Darf ich euch alle filmen hier? Ja?
Also, ich darf filmen. Und ihr seht, was hier los ist. Heute geht es hier richtig rund. Boah, das habe ich auch noch nicht gesehen. Und ja, jetzt wird hier erstmal kräftig gefrühstückt, damit gleich kräftig angepackt werden kann. Dominik teilt gleich die ganzen Fahrzeuge auf und die fahren dann zu ihren Einsatzorten. Moin! Hier ist die Kaffeebar. Heute sind 3 Stuten geliefert worden. Ich krall mir direkt mal hier ein Stück, weil ich will mich nicht hinten an die Schlange stellen. Ja, hier ist nochmal unser Baustofflager, was die Technik angeht. Das ganze Lager hier wird betreut von mehreren Leuten, die hier einräumen und ordnen und ein bisschen Überblick behalten. Also hier ist alles mögliche, Hygieneartikel, Klamotten, dann aber auch schon für den Aufbau im Haus, Pfannentöpfe. Das sind alles Sachen, die ihr, die jetzt zuschauen, wo ihr für gesorgt habt, was ihr gespendet habt. Vielleicht erkennt der eine oder andere was wieder. Haushaltsgeräte, das ist ja alles kaputt. Ne? Bei vielen hat das Wasser im ersten Stock gestanden. Die haben nichts mehr, überhaupt nichts. Und ja, ich finde das einfach super. Die Aufrufe, das hat immer geklappt mit den Fußmatten. Da haben wir, glaube ich, bald 2000 Fußmatten hier angeliefert bekommen. Masken, Gummistiefel. Hier ist Zutritt verboten, da muss ich mal unbedingt rein. So. Das zählt für dich nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ja, hier sind eben teure Geräte drin und wir müssen ein bisschen aufpassen, wer was hier rausholt. Hiervon sind, glaube ich, weiß ich nicht, ein paar hundert Paar geliefert worden von Arbeitsschuhen. Regenschirme, Besen, alles Mögliche ist hier angeliefert worden. Vieles gibt es auch unten im Baustoffzelt. Ich glaube, die Fußmatten sind auch mittlerweile ins Baustoffzelt gewandert. Und es ist einfach super, wie ihr alle mitdenkt von zu Hause aus und Sachen hier hinschickt. Bitte nicht an meine Privatadresse. Es passt nicht mehr in mein Auto, was alles an einem Tag bei mir ankommt. Das ist wirklich lieb gemeint, aber ich muss auch, wenn ich zu Hause bin, ein bisschen Freizeit haben und mich mit anderen Sachen beschäftigen, mit meiner Familie und mit dem Betrieb. Deshalb, wenn ihr was schicken wollt, dann hier zum Lager Waldpforzheimer Straße. Und dann kommt es auf jeden Fall da an, wo es hin muss. Moin. Moin. Darf ich dich filmen? Ja. Warum bist du hier? Um Kaffee zu holen. Um Kaffee zu holen, ja, um zu helfen. Fertig, Ende. Nee, bist du mit einer Maschine oder? Ja, wir sind 10-Tonnen-Bagger. LKW-Tieflader. Von wo kommst du? Asbach, Westerwald. Also auch Westerwald-Gruppe. Super. Ja, dann geht es ja gleich in den Einsatz, ne? Dann kann ich nur empfehlen, stärk dich ein bisschen. Ja. Bis gleich. Später. Ciao. Moin. Ach, Elektriker sind auch noch hier? Ja, ich bin gestern erst angereist. Aber du bist schon seit Wochen hier, ne? Ja, heute ist mein 16. Tag. Und 16. Tag? Nee, 15. und letzter erstmal. Ja. Ach, das ist doch. Ihn meintest du, ne? Ich setz mich mal dazu, ja? Sorry, wenn ich beim Frühstück störe. Also du bist jetzt seit 15 Tagen hier, bist Stromleitung am Montieren. Genau, Teller überbrücken und Leuten mit in den oberen Stockwerken Strom, dass es Licht angeht und so. Genau. Bist du denn noch in der Ausbildung oder bist du durch? Ich bin im 4. Lehrjahr. Yes. Ja, also durch im Prinzip. Ja, im Prinzip durch. Also. Was nimmst du aus der ganzen Aktion hier mit? Da einmal das, dass hier auch viele verschiedene Firmen kommen können und Hand in Hand zusammenarbeiten können. Ja, und halt echt der Zusammenhalt von allen zwischen Helfer, Anwohner und alles. Du kannst hier, wenn man herkommen, man sieht Arbeit, einer kommt her, ey, kann man helfen, dir das reinzutragen und so, das ist halt echt schön. Ja. Was sagen denn die Bürger hier, denen du hilfst?
viel. Also danke, und die sind echt überglücklich. Also ich hatte auch echt schon Leute, wo dann auch Tränen in die Augen hatten, nur weil es nicht anging. So, was für uns normal ist, ist halt für die nach. Wir haben echt manche mit 14, mit 4. bis 5. Woche erst Strom. Genau. Also überglücklich sind sie. Ja. Also du nimmst hier was Positives mit nach Hause. Ja, also eigentlich nur Positives. Viel gelernt. Ja. Viele Menschen kennengelernt vor allem. Ja. Und kommst du nochmal wieder? Oder? Ja, das auf jeden Fall. Also man bleibt hier sowieso verbunden, glaube ich. Ne? Man kann nicht mit aufhören. Nee. Man kann nicht mit hier mit aufhören, das ist das. Ich bin seit 22 Tagen hier. Soll er hier hinkommen? Ja. Soll er hier hinkommen? Was soll man noch sagen? Was hat er gerade gesagt? Hier steht ein Elektriker, der was tun will. Aber ganz hart, soll er hier hinkommen. Ja. Macht's gut. Du bist weg? Ja, nach 2,5 Wochen muss ich mal wieder weg. Ne? Also, ich muss auch mal wieder arbeiten gehen. Du warst 2,5 Wochen hier, hast LKW gefahren, ne? Ja. Und du musst jetzt mal wieder arbeiten gehen, ne? Wilhelm Hartmann hat noch mit meinem Chef gesprochen, der hat noch eine Woche rangehängt, aber jetzt muss ich wirklich sitzen. Und mit einem tränenden Auge, oder was? Eigentlich würde ich gerne noch bleiben, bin ich ganz ehrlich. Weil hier wird einfach Hilfe gebraucht. Ne? Ja. Markus will mich eigentlich auch gar nicht laufen lassen. Wilhelm auch nicht. Aber ich nehme was. Vielen Dank für alles, was du hier geleistet hast. Ne? Also ihn hat man ständig am LKW hin und her flitzen sehen, ja, hier. Und nach 2,5 Wochen fährst du jetzt nach Hause. Ja. Vielen Dank. Im Namen von allen. Ne? Du auch. Ciao. Ciao. Einfach mit hier unten hinkommen. Also hier sind schon eine ganze Menge Tränen geflossen, auch bei den starken Männern, sag ich mal. Also hier entstehen echt Verbindungen, so untereinander auch. Ne? Und man arbeitet hier an einer Sache, die man so im Leben ja noch nie gesehen hat. Ne? Also, da bleiben manchmal die Worte weg. So, an dich vielen, vielen Dank. Und ich denke, du bist einen sehr guten Weg eingeschlagen. Nicht nur als Elektriker, sondern menschlich sowieso warst du auf dem richtigen Weg, muss man schon sagen. Vielen, vielen Dank für alles. Kein Problem. An euch alle. Ja, ne? Danke. Das ist kein Problem. Markus. Du bist live. Ich weiß, ist mir egal. Ich hab dir was mitgebracht. Eine neue Cappy aus Irland. Hey. Eine Cappy für den Wilhelm. Der Wilhelm ist da vorne. Ja. Und zwei T-Shirts. Bist du aus Irland, oder was? Ja, also ich komme eigentlich aus Deutschland, aber bin vor einiger Zeit mal ausgewandert. Hab jetzt Job gekündigt. Ich leg das mal gerade hier hin. Ich komme irgendwie nicht zum Essen gerade. Und komm zurück nach Deutschland. Du hast einen Job gekündigt, bist jetzt wieder hier zurückgekommen zum Helfen, oder was? Ja, ich komme jetzt zurück. Krass. Was war der Auslöser? Du und euer Einsatz. Also ich will nicht schuld... Aber du bist nicht schuld, aber es muss ja geholfen werden. Und aber du suchst jetzt wieder einen Job, oder was? Ja, ich suche jetzt einen Job, ich bewerbe mich gerade, ich muss eine Wohnung finden und so, aber das ist ja das geringste Problem, weil, meine Güte, ich habe ja einen Lebenslauf, wo alles okay ist, ich kann mich auch bewerben und so, da habe ich ja keine Angst vor. Es ist ja nur eine Aufgabe, der man sich annehmen muss und dann geht es halt vorwärts. In welchem Bereich suchst du einen Job? Also ich habe jetzt bei Apple gearbeitet als Techniker und bin aber offen für vieles. Also ich bin zwar kein Handwerker, aber ich würde auch bei einer Handwerksfirma anfangen, die hier einfach die nächsten Wochen, Monate einfach anpacken will, weil den Leuten muss geholfen werden und deswegen bin ich hier. Wenn wir jetzt deine Telefonnummer hier reinsetzen, kann es sein, dass du überrannt wirst. Ja, möchtest du das oder lieber nicht? Das Problem ist, wenn ich meine Telefonnummer hier reinsetze, dann habe ich keine Kapazität mehr für die mobile Werkstatt. Dann bin ich für die nicht mehr erreichbar, für die Kunden. Weil ich bin in Hepening mit dem Harald, mit dem du jetzt gesprochen hattest. Ja. Ach, du bist in dem Werkstatt, du bist der Ire, der mit dem Flugzeug angekommen ist in Köln, abgeholt werden musste. Ja, genau. Was für ein Zufall. Und ich bin der beste Harley-Kumpel von Harald und wir schrauben jetzt wieder. Ich war schon mal hier und jetzt sind wir nochmal runtergefahren und versuchen, das Beste zu machen. Weißt du ja, besser als ich. Super. Und ich habe die Fahnen mitgebracht. Aus Irland. Super. Als Zeichen der Hoffnung. Also du bist total, ich will ja nicht mal sagen, ihr seid alle verrückt, aber ihr seid einfach alle verrückt. Ja klar, sonst wären wir ja auch nicht hier. Ja. Vielen Dank für deinen Einsatz. Ey, vielen Dank an dich. Wie kann man dich denn erreichen, wenn man dich jetzt als Mitarbeiter haben möchte? Über Pacy, P-A-C-Y,
Leerzeichen H-O-L-S bei Facebook. Pacey Holz. Pacey Holz. Ja, aber mit S am Ende geschrieben. Ja. Einfach anschreiben. Wenn er einen verrückten Jungen sucht, der hier die nächsten Monate, Jahre mit anpacken wird, das bin ich. Also kann ich bestätigen, der ist auch komplett durchgeknallt wie, wie so mancher hier. Es ist unfassbar. Damit er wieder was zum Versteigern hat. Ja, vielleicht, genau. Ne? Da haben wir morgen einen wichtigen Termin, mal gucken, wie es ausgeht. Und meine T-Shirts hatte ich auch am Ende alle da. Da dürfen die ganzen Helfer drauf unterschreiben und die gehen dann auch, dürft ihr verkaufen. Also Irland ist stolz auf dich und Deutschland sowieso. Ja. Und mein Chef hat auch gesagt, ich ziehe den Hut davor, dass du den Schritt gehst. Also ich gehe ja im Positiven, war eine super Sache. Ne? Die unterstützen mich da auch vollkommen. Willst du der Firma gerade noch einen Gruß auszurichten? Oh, die wissen Bescheid. Aber in Englisch. It's okay. It's okay. Ja, okay. Danke okay. euch. Ne? Vielen Dank. Bis bald. Danke, ne? So, ja, ihr auch. Das ist wirklich unglaublich. Hi. Ich guck mal, ob der Wilhelm noch da ist. Ich hab noch was für dich. Also, er hat auch was für mich. Ich weiß nicht, ob heute Weihnachten ist, oder? Also, kleines T-Shirt für dich. Du bist ja eigentlich nur der Erdfahrer hier, ne? Und einen kleinen Kommentar habe ich auch noch dabei, weil wir sind ja die Hardmänner, ja, hier. Ich weiß nur nicht, ob ich das zeigen darf. Aber das war so ein Spruch, den hat der Willi, hat er gefeiert ohne Ende, ja. Als er mich angerufen hat, haben wir gesagt, okay, wir machen das irgendwie. Ihr dürft ja alles zeigen, das ist ein ja, Live-Video, ich kann nichts gut, verhindern, alles ne? Alles gut, und deswegen habe ich dir auch und dem Martin und dem Wilhelm so ein kleines T-Shirt gedruckt. Ich durfte jetzt der Praktikant sein, ja, nicht der Azubi, weil ich habe gedacht, ich ordne mich einfach mal ein bisschen unter euch ein. Und ja, also das heißt, danke, dass ihr da seid. Du arbeitest beim Wilhelm, oder nö, was? Er hat mich angerufen und hat gesagt, hey, wir brauchen irgendwelche Duschcontainer. Habe ich gesagt, cool, ich komme mit irgendwelchen Duschcontainern. am nächsten Tag war so, oder beziehungsweise die Woche drauf, war so, ja, hier, irgendwie, wir brauchen Strom. Ja, dann machen wir euch Strom. Ne? Alles gut. Und jetzt sind wir auch da und machen wieder Strom. Also du bist Zauberer in deinem wahren Leben? Ja, eigentlich schon. Eigentlich. Zeig nochmal das T-Shirt von hinten, das fanden ganz viele Leute gut. Das ist echt der Hammer. Ihr seid alle so durchgeknallt. Das ist echt, also das ist hier ja das wahrste Irrenhaus, ne? Das ist so, muss aber auch hier sein. Ja, also hier ist nichts normal, hier ist alles irgendwie komisch und daneben und irgendwie anders. Wenn man nicht hier war, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist der Wahnsinn. Also wirklich, ich besteche hier keinen für diese Aussagen zu treffen. Es ist einfach so, wenn du hier bist, es ist alles anders als so, wie du es dir vorstellst. Ne? Also ich bin selbst Unternehmer, ich habe ein paar hundert Mitarbeiter. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Und wenn du einmal hier geholfen hast, du musst wieder hierher. Das T-Shirt ist ja der Knaller, ey. Knaller, ne? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und wenn du einmal hier warst, auch mit der ganzen Truppe, mit der ich da bin, das sind super Jungs, eigentlich alle. Wahnsinnskerle, da musst du einfach wieder mit hingehen. Das ist so eine Verpflichtung, so eine innerliche, wo man einfach sagen muss, wir helfen, wir können was, wir reißen was. Jeder auf seine Art. Wahnsinn. Ich glaube, sowas hat es in Deutschland noch nicht gegeben, oder? Nein. Also ich habe selber sowas noch nie gesehen, auch da, wo ich herkomme. Ich bin eigentlich Österreicher. Aber sowas wie hier habe ich noch nirgends erlebt. Dieser Zusammenhalt, dieses Freundschaftliche einfach. Also egal, was du hier machst. Fragst den Kollegen hier, Elektriker, vorhin habe ich gefragt, sag Jungs, wie sieht's aus, könnt ihr uns ein bisschen helfen? Die haben gesagt, ja klar, komm, wir stemmen nachher irgendwelche Schlitze raus bei irgendwelchen Leuten, die einfach Hilfe benötigen. Und wir machen das einfach. So, vor 2 Wochen habe ich die Jungs kennengelernt. Hier die Jungs, ne? Genau. Und da haben wir einfach gesagt, hey, gestern Abend haben wir uns getroffen bei einem Bier, haben gesagt, hey, komm, wir stemmen heute Schlitze raus, wie können wir euch helfen? Wir teilen das ein bisschen ein, weil an der Organisation, da muss man hier noch ein bisschen arbeiten. Aber super, super. Wahnsinn. Wahnsinn. Echt der Hammer. Wahnsinn. Hammer. Vielen Dank. Also ich bedanke mich bei dir. Und keiner wäre traurig, wenn du dich jetzt nochmal drehst. Echt verrückt. Sehr verrückt. Danke dir. Danke. Also ich habe die Hände voll. Ich muss gleich mal zum Auto. Du hast auch was für mich.
habt ihr das alle abgesprochen? Nein, aber es ist eine Freundin, die malt jetzt Steine, weil sie kann leider wegen der Kinder nicht hier vor Ort helfen und malt Steine und hat den extra für dich gemalt. Ihr seid, also jetzt muss ich langsam hier meine Stuten irgendwo anders hinstecken. Sag deiner Freundin vielen, vielen herzlichen Dank. Alles. Ist angekommen. Alles klar. Danke. Danke. Ne? Also es ist einfach nur verrückt heute Morgen hier. Weihnachten ist da gar nichts gegen. Ja, ich dachte, ich hätte hier gerade noch einen gesehen, der mir eigentlich auch ganz wichtig ist, aber ich habe mich verschaut wahrscheinlich. Ich nehme euch nochmal mit. Ich muss jetzt dringend zum Auto gehen, mich mal entladen, weil ich kann eigentlich so gar nicht mehr filmen. Moin, du wirst gefilmt, ist das okay? Ja, ist mir egal. Kannst du ruhig machen. Ich brauche jetzt einen Auftrag. Was kannst du? Was kann ich? Ich kann stemmen, ich habe die Kettensägen dabei. Da habe ich einen für dich. Generator dabei. Die hier stemmen gleich die ganze Zeit. Red mal mit ihm. Ansonsten Kettensägen müsstest du Richtung Rhein mal runterfahren, wenn du mit dem Auto hier bist. Und da die ganzen Auen klein hauen. Da sind heute ganz viele mit Kettensägen unterwegs. Ist am besten, wenn ihr zusammen da seid, wenn irgendwas passiert. Ne? Genau. Also da sind auf jeden Fall heute viele in den Auen. Ja? Ja? Okay. Gut, fahr ich in die Auen. Alles klar. Ich muss so eine Richtung wissen, wo ich hin muss. Sind sie runter oder irgendwas? Genau. Also stemmen hängst dich an ihn. Ja. Ansonsten muss ich mal fragen, wer hier mit Kettensägen gleich losfährt. Ja. Die werden eigentlich gerade guck mal. Er da vorne mit der Mütze. Der war heute morgen schon live. Den habe ich gesehen. Häng dich an ihn. Ja, alles gut, Marvin. Also es ist immer besser, wenn die Leute mit Kettensägen zusammenbleiben und nicht einzeln irgendwie losfahren. Wenn irgendwas passiert, da sind Spannungen drunter. Das ist ja alles angeschwemmt worden. Und wenn man so einen dicken Ast abkriegt, dann kann das schon mal heftig sein. Also hier ist heute richtig viel los. Und das sind nicht nur... Moin! Moin! Na, Großeinkauf gestartet? Großeinkauf. Ich werde hier beschenkt von A bis Z. Erzählt nochmal eure Story gerade für die Leute, die euch nicht kennen. Wir sind das Quad-Pärchen von Maichos. Wir sind auch gerade hier, weil wir genau dich suchen. Mich suchen? Ja. Aber nicht, um mir ein Geschenk zu geben? Nein, nein. Nee. Jetzt bin ich enttäuscht. Deswegen. Nein, sag mal. Wir kommen gerade aus Sinzig. Und? Wir haben uns in Sinzig mal ein bisschen umgeguckt. Da gibt es Straßenzüge. Da müssen ganz dringend Maschinisten hin. Die sind alle hier, um Sinzig zu räumen. Die werden gerade eingeteilt von dem Dominik. Das ist gut, weil wir waren da nämlich eben gerade, das sieht aus, als wenn die Flut da gerade durchgelaufen ist. Aber wo genau? Weißt du, welche Straße? Darf ich dich auch filmen? Ja, alles gut, ich mach selber. Wo kommt der Knutschfleck her? Ich habe gestern Bretter getragen. Ja, Bretter getragen. Ja, Naja. Nee, aber hier... Kripperstraße, Grüner Weg und am Teich. Zumal extra, weil wir sind meistens ja wieder unterwegs. Wir müssen gleich zum Dominik, dass der das einteilt nochmal für da. Nochmal ganz kurz zu eurer Story. Ihr zwei habt euch hier kennengelernt, ne? Ja. Und seid jetzt das Quad-Paar, was hier Kaffee und so weiter verteilt. Aber eher oben Richtung Maischoss und die Ecke da. Ne? Maischoss, Laach, Reimannshofen. Also großes Lob an die zwei. Ich bin vorher selber Maschine unten. Ich brauche nie absteigen. Ich habe alles gekriegt. Auf dem Bagger, auf dem Traktor. Die kamen mit Brötchen an, mit Kaffee, alles. Früh, Mittag, Abend. War top. Oder ist top. Und jetzt sind wir halt hier unterwegs zusammen und probieren noch für Sinzig halt. Ja. Also das hätten wir jetzt gerade selber nicht erwartet, dass es dort noch so aussieht. Ja. Also das ist. Hier kommen gerade die ersten Fragen. Wie heißt denn das Brett? Isabel Tennisschein. Sowas passiert, wenn man jugendlich ist. Ne? Ja. Die kommt nachher auch mal her. Meiner Tochter. Hallo, Sarah. Okay. Und sehen einige, wer es fabriziert hat. Ja. Dann wollen wir mal zu Dominik, ne? An euch alles Gute, ja genau, sagt dem Bescheid, weil der müsste auf der Bundesstraße sein, der schickt die Fahrzeuge los. Ja, da steht eine ganze Reihe, haben wir gerade schon gesehen. Genau, da stehen so 50, 60 Fahrzeuge. Und sagen da Bescheid. Super. So. Ne? Okay. Gut. Dann. Ja. Mir rutscht gerade die Hose und ich habe keine Chance, die hochzuziehen. Lass es rutschen, dann kriegen wir Einblicke. Ich lege mal gerade meine Sachen hier ab. Oh, hier sind Äpfel geliefert worden. Also die Geschenke lege ich jetzt mal gerade hier hin und werde die gleich ins Auto packen. Dann kann ich noch ein bisschen hier bleiben. Ihr seht, das Zelt wird leer. Die Leute fahren jetzt an ihren Einsatzort. Wilhelm.
Der Andreas Hartmann, der verrückte Hartmann, gibt noch einen, der hat hier T-Shirts produziert. Und schau mal, mein Spruch. Ja, ich habe das schon gerade gefilmt alles. Ja, auch eine Art Kommunikation, ne? Und so. Ja. Verrückt. Ich muss alles mal was essen. Also, gab noch kein Frühstück heute. Was für Pläne hast du? Ich weiß, dass du immer Pläne hast. Du bist voll mit Plänen im Kopf. Ja, kurz-, mittel- oder langfristig? Langfristig. Also langfristig, okay. Ja. Also langfristig will ich sehen, dass das Baustoffzelt überläuft mit Materialien, die wir dann auch hier verteilen. Mit dem Bürgermeister Orten haben wir besprochen, dass das nicht nur für die Walpforzheimer ist. Also das wird hier für das komplette Ahrtal zur Verfügung stehen, aber das werden wir noch kommunizieren. Ne? Wir müssen aber erstmal was Vorzeigbares haben. Wir haben jetzt einen Facebook-Auftritt schon und haben da schon seit 6 Stunden, haben wir jetzt, oder sagen wir seit 12 Stunden schon über 1000 Likes. Nur auf der neuen Facebook-Seite Walpforzheimer Baustoffzelt. Ne? Kaisers Baumarkt. Ne? Mhm. Also deswegen, das soll für das komplette Ahrtal zur Verfügung stehen. Wir wollen Walpforzheim kein Alleinstellungsmerkmal geben. Nur wir haben hier angefangen, wir konnten hier zuerst Hand anlegen, wir konnten somit auch die nächsten Schritte dann hier entsprechend vollziehen und deswegen sind wir hier so weit, wie wir jetzt hier sind. Und wir wollen nicht sagen, wir sind die Besten und die anderen sind die Schlechtesten, nein, sondern wir wollen eigentlich sagen, so wie es hier ist, soll es überall sein. Und hier gibt es noch eine kleine Diskrepanz zu den offiziellen Stellen. Mehr sage ich da noch nicht. Ja. Ja? Was brauchen wir denn an Baustoffen? Sollen wir einen Aufruf machen oder erstmal so langsam anlaufen lassen? Also das läuft schon ganz gut, muss ich sagen. Werkzeuge werden vielleicht noch Mangelware sein, also Elektrowerkzeuge. Ich weiß, die sind hochpreisig, aber so ein Akkuschrauber ist halt ein Werkzeug, was ich für den Innenausbau brauche. Ne? Vielleicht wissen wir ja langsam, das hatten wir eben thematisiert, es sind ja LKW-weise wohl Werkzeuge gespendet worden von namhaften Firmen, von deutschen namhaften Firmen, und keiner weiß, wo die sind. Ne? Also das ist wieder alles sehr kurios, wir wissen da nichts von. Und es wäre schön, wenn da mal hier eine Info kommt. Ah, hier ist der Mann. Ja, den musst du dann auch nochmal ranholen. Du bist jetzt drin im Bild. Der läuft immer weg. Ich weiß, aber der kann ja alles. Ne? Der kann Reifen wechseln, der kann Kaffee kochen. Der macht alles. Das ist Wahnsinn. Ja, also so sieht es aus. Es geht immer weiter. Ja, wir müssen halt mal schauen. Ich muss halt auch mal mich wieder ein bisschen um die Firma kümmern. Ich war gestern mal im Büro. Es ist schlimm. Da ist echt Notstand und die Mannschaft im Büro, die kommt auch kaum richtig vorwärts, weil auch bei uns in der Firma ist eine Mitarbeiterin nur am Telefon und nimmt Hilfsangebote an. Also die Petra, die schickt mir das dann immer schön am Blog per WhatsApp und dann kann ich mit den Informationen arbeiten. Das ist ja schön, ja, aber das bindet halt Kapazitäten. Ich bezahle die ja, ist ja alles kein Problem, aber die kann halt nichts machen, die kann keine Angebote schreiben, weil sie eben damit beschäftigt ist. Also unser Telefon glüht jetzt so wie an einem Dauerschneefalltag im Winter. Ne? Das Festnetz, das ist Wahnsinn. Ja. Also das ist ja, das sind ja deine Kosten, die ja die ganze Zeit anfallen, ne? Ja. Um es mal auf den Punkt zu bringen. Mhm. Ja. Wir müssen gucken. Ich muss nur gucken, dass ich das wirtschaftlich, dass ich da wirtschaftlich keinen Schaden von nehme. Und jeder, sagen wir, der mir nahe steht, sagt, dass ich das tun werde. Und kannst du nicht leugnen. Ne? Also einen Nachteil hat man schon. Alles, was man nicht in die Firma einsetzen kann, an Kraft, an Zeit, an Notwendigkeit, was jetzt hier ja auch dringender gebraucht wird, deswegen bin ich ja auch hier, fehlt aber in der Firma. Ne? Das ist so. Aber da müssen wir jetzt irgendwie durch und vielleicht sieht es ja ein Politiker, der Einfluss nehmen kann, weil das, was du hier leistest, das ist ja eigentlich die Aufgabe von anderen. Ne? Was du hier mal vorbrechst, du warst ja als Pionier tätig. Als wir hier vor 5 Wochen angefangen haben, bist du vorgefahren, hast Leute gesucht, du bist in Gebiete gefahren, wo keiner war. Du hast wirklich Sachen gesehen, wo keiner drüber sprechen möchte. Ja, genau. Und du bist derjenige, der hier wirklich die Pionierarbeit geleistet hat, der hier essentiell alles ans Rollen gebracht hat. Ich bin wirklich nur derjenige, der sich hier in Walpforzheim ein bisschen eingegraben hat und mitgearbeitet hat und gefilmt hat. Das, was du geleistet hast, steht in keinem Verhältnis zu dem, was ich gemacht habe. Und das muss hier einfach auch mal klipp und klar gesagt werden. Ne? Man hört immer meinen Namen, aber das ist mir echt peinlich, weil das sind alle, die hier gemeinschaftlich arbeiten, aber du bist da eigentlich derjenige, der ganz oben steht,
weil du einfach hier die Sache vorangetrieben hast. Ne? Mit deiner Art und Weise, mit deiner Energie. Und du hast jetzt die finanziellen Sachen eben auch zu Hause, dass Arbeitskräfte von dir sich hier um die Sachen kümmern und deine Firma im Prinzip nicht betreuen und dadurch natürlich irgendwann eine Rückkopplung kommt. Ne? Genau, also ich kann das nicht leugnen. Es ist so und ich meine, ich bin da auch kein Angsthase und kein Schisser. Man betreibt den Eigenschutz, man macht sich Gedanken, was kann man erwarten oder was kann einen erwarten, wenn man da so in die Gebiete geht, wo wirklich noch keiner gewesen ist. Und am Anfang hast du es hier aber selber auch miterlebt. Es war einfach hier alles vorzufinden. Und klar macht einen das betroffen. Man muss halt gucken, dass man da irgendwie mit umgeht. Aber diese ganze Gemeinschaft und dadurch, dass wir auch mit den Leuten ja drüber reden, das hilft. Ne? Das hilft ungemein. Aber es kommen, in jedem Gespräch kommen irgendwo neue Nöte, Sorgen ans Tageslicht, an die man selber noch gar nicht gedacht hat. Das sind manchmal nur Kleinigkeiten, aber das stachelt einen dann auch wieder an, weiterzumachen. Nur man vergisst dann immer mehr seine eigentliche Hauptverantwortung zu Hause. Auch in der Familie. Ich bitte da um Verständnis. Verständnis ist da, aber irgendwann müssen natürlich auch Prozesse, wir haben nur mal als Beispiel zu Hause keine Küche im Moment. Ja? Also das ist ja ist jetzt für mich kein Problem, wenn ich sehe, was hier los ist. Ja? Aber irgendwann, die Küche steht auf Standby, es müssen noch ein paar Vorbereitungen gemacht werden zu Hause, dass die Küche aufgebaut werden kann, dass dann auch die Frau des Hauses auch mal wieder ordentlich kochen kann, die Familie versorgen kann. Und da kommen jetzt so kleine, dezente, schon deutliche Hinweise, dass das auch vorangetrieben werden muss. Nur wenn ich das hier sehe, dass ja hier Leute überhaupt nicht in ihrem eigenen Haus wohnen können, von der Priorität her ist das hier dann wichtiger. Ne? Aber jetzt möchte man ja auch noch über Jahre mit der Familie auch noch gut zusammenleben. Und dann muss man eben gucken, dass das auch irgendwie läuft. Und soll kein Jammern sein, aber das ist die Realität. Aber das ist ja eigentlich auch das Kratze, weil wir ja immer davon ausgegangen sind, jetzt kommt einer und nimmt mal das Zepter hier in die Hand. Ja. Aber das passiert einfach nicht. Nein, überhaupt nicht. Das wird auch nicht passieren, so wie es aussieht. Ne? Also nach den Gesprächen, die ich jetzt mit den Verantwortlichen geführt habe, muss ich sagen, bin ich ernüchtert und entmutigt, dass genau das eintreten würde. Ich weiß nicht, da fehlen mir die Worte, um das richtig zu beschreiben, um da keinen irgendwo jetzt anzuklagen, aber da fehlt es an allen Ecken und Enden. Und die Basis der Verwaltungsmitarbeiter zum Beispiel bei der Stadt, die reißen sich, Zitat, den Arsch auf. Das machen die auch, weil der Kreis, der eigentlich das Krisenmanagement hier ja leiten müsste, ist nicht vorhanden, ist nicht spürbar. Und das liegt daran, weil der Kopf des Kreises, ihr wisst alle, eben nicht vorhanden ist. Er war vorher nicht vorhanden, also ich sag mal in seiner Funktion nicht vorhanden, dann das hätte viele Menschenleben hier retten können und im Nachhinein ist er erst recht nicht vorhanden. Und die Mitarbeiter des Kreises, ich kenne da keinen persönlich, aber ich habe das Gefühl, dass sie ohne den Kopf nicht richtig arbeiten können. Und deswegen passiert auf Kreisebene wenig oder für hier und auch für die städtischen Leute eigentlich nichts Spürbares. Und die Stadt versucht hier ein Krisenmanagement aus dem Boden zu stampfen und ist natürlich total überfordert. Die arbeiten 7 Tage die Woche. Also die nehmen die Telefone, die Infotelefone mit nach Hause. Ja, also die schlafen auch nur ein paar Stunden, inklusive des Bürgermeisters, keine Frage. Aber dann stellt doch denen mal jemanden an die Seite. Das ist jetzt ein Appell an das Land, an Frau Dreyer. Stellen Sie den Leuten hier hilfreiche Leute an die Seite. Die können das nicht mehr länger. Echt? Ne? Und deswegen mache ich mir eben auch Sorgen um die Verbandsbürgermeisterin, die seit 14 Tagen nicht mehr irgendwo spürbar vertreten ist. Sie ist nicht mehr präsent. Ich weiß nicht, was da los ist, aber es muss von der Landesseite her, müssen Vertreter hierher, eine Person mindestens, die einer verantwortlichen Person hier an die Seite gestellt wird, mindestens eine, ne? Die denen was abnehmen können und so weiter. Es geht nicht um Bevormundung, sondern es geht um Unterstützung. Das ist wie, wenn jetzt jemand verletzt ist, dass er von einem anderen unter den Arm genommen wird und wird begleitet, ja? Während dem Laufen. Ganz einfaches, simples Beispiel. Das ist in meinen Augen nicht vorhanden. Wir haben ja hier über den Hans-Peter Anstatt, haben wir ja hier jetzt also pensionierte Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hat glaube ich 80 Leute jetzt schon akquiriert, die jetzt hier den Bürgerinnen und Bürgern helfen, ihre Anträge auszufüllen. Ja. Ja, die Stadt, und das ist auch ein Zitat, sagt zu uns, bitte macht weiter Videos und verbreitet diese Informationen, weil ihr habt die größere Reichweite. Damit bist du angesprochen, ich auch ein bisschen.
aber wir machen das gerne. Ne? Aber ist das nicht erschreckend, wenn man sowas hört? Die Stadt hat eine Homepage, aber irgendwie kommt da keiner so richtig drauf. Ja, du kommst ja auch nicht durch. Ja. Das ist ja das Problem, warum die Anrufe bei dir landen und bei mir ja teilweise auch, weil die Leute einfach nicht durchkommen. Ja, beim Kreis überhaupt nicht. Die Feuerwehr kommt beim Kreis nicht durch. Das ist erschreckend. Erschreckend. Ja. Also Wilhelm, du bist ja Stress gewohnt durch deinen Winterdienst, deshalb steckst du das ja hier auch so weg, aber du bist irgendwann auch am Limit. Ja, also... Ja, der Kaffee hilft da auch und man muss halt einfach reden. Ich bin heute um 17 Uhr in Kreuzberg eingeladen. Da werde ich einen Livestream machen und da wird einiges noch zutage kommen. Ja. Ja. Jetzt habe ich hier ganz viele Aufrufe gesehen, dass deine Küche aufgebaut wird. Es gibt Leute, die würden dir das jetzt machen. Würdest du die Hilfe in Anspruch nehmen? Also die Küche wird ja von dem Lieferanten aufgebaut, aber es müssen noch Vorarbeiten gemacht werden. Es muss die Decke noch rein, der Fußboden muss rein, die Materialien liegen alle zu Hause. Also wenn sich Osthessen, sage ich mal, da gerne wirklich unterstützen, da beteiligen wollen, würde ich das gerne annehmen. Wie kann man dich erreichen, ohne dich zu nerven jetzt? Das darf nicht passieren. Ja, genau. Du bist am Limit mit Anrufen, bitte, bitte. Ja, einfach eine PN geschrieben über Messenger und dann ganz konkret einen Vorschlag gemacht und dann würde ich darauf reagieren. Als erstes Wort Küche, würde ich sagen, dass du es erkennst solches. Küchenaufbauhilfe. Ja? Küchenaufbauhilfe und dann den Text schreiben. Ja, genau. Und das wird wohlgemerkt in Fulda. Ne? In Fulda. Also nicht den Wilhelm bitte überlassen jetzt mit Anrufen. Ich weiß, das ist alles lieb gemeint, aber im Endeffekt sind wir alle irgendwie an der Kapazitätsgrenze, was Anrufe und Informationen angeht. Ne? Rückrufquote unter 50%, das bitte ich zu entschuldigen. Bei mir ist es noch viel niedriger. Also ich bin auch nicht so wie du, dass ich nachts dann hin... Deshalb schläfst du ja nur 2 Stunden, weil du die Sachen bearbeitest. Ich kann das nicht. Ich brauche meine 4 Stunden oder 5 Stunden. Sonst geht es einfach nicht. Ne? Ja, und ich schaff's trotzdem nicht. Ich habe noch über 300 ungelesene WhatsApp. Also ich war mal bei 200 und dann hatte ich mich mal runtergearbeitet. Aber jetzt, das schnellte so nach oben. Nein, also deswegen, alle die... Gestern schrieb mir einer, willst du nicht mehr mit mir reden? Ja, das schreiben mir auch die Leute. Also Entschuldigung, ich entschuldige mich dafür, aber es funktioniert nicht. Und deswegen ist es niemals böse gemeint, auch wenn man mal kurz und knapp ist am Telefon, weil schon wieder jemand anklopft. Das ist einfach jetzt hier eine besondere Situation und wir wollen alle nur helfen und mehr können wir nicht tun. Es gibt irgendwo auch persönliche Grenzen, natürliche Grenzen, die wir halt alle haben. Ja. Und ich sehe, hier stehen schon wieder ein paar Leute, die wahrscheinlich was von dir wollen. Ne? Genau, ja. Ist ja schön. Also ich sag mal, so stehen ja manche bei uns dann im Betrieb ja auch. Ne? Aber hier muss ich sagen, in Reihe und Glied ganz zivilisiert. Und nehmt euch immer noch mal einen Kaffee und noch mal ein Brötchen. Ja, also ganz, ganz hohen, großen Respekt, Wilhelm. Ich sage ja immer, seitdem ich dich kenne, ist mein Leben auch komplett durcheinander. Weil wir einfach so gemeinsame Sachen haben, die wir gemeinsam machen. Genau. Ich erinnere mich immer gern an den Reichstag in Berlin, wo wir dann gemeinsam Grünflächen angelegt haben. In Gärtnermontur. Das hängt auch bei mir am Kühlschrank als wichtiges Bild. Ne? Und einfach immer verrückte Sachen. Aber das hier ist natürlich eine Sache. Wir sind hier hingefahren, um Ersthilfe zu machen und hängen noch immer hier. Ne? Ja, genau. Machen das natürlich auch gerne, um den Menschen zu helfen. Das ist der Grund. Ja, wir wollen nicht dem ADD oder irgendwem unter die Arme greifen, weil das wird überhaupt gar nicht gewürdigt, unsere Arbeit. Ja. Wir wollen den Menschen hier helfen, deshalb sind wir hier. So sieht's aus. Und 90% der Leute, die hier sind, haben alle gesagt, wirklich, nur weil wir eure Videos gesehen haben, also dann hauptsächlich auch deine, sind wir hier. Also das heißt, wir haben doch wirklich auch Leute außen erreicht mit den echten Bildern und in der offiziellen Presse kommt ja kaum noch was vor. Das ist irgendwie da geht es dann um Mülltrennung und so, weißt du? Totaler Schwachsinn. Ja, die haben 5-mal was erzählt, in 5 Pressekonferenzen haben sie über Wasser- und Öltrennung berichtet. Das ist ein Thema, ja, das lasse ich mir einmal gefallen. Aber es gibt so viele andere Themen, die sind überhaupt noch niemals in der Pressekonferenz dort in der offiziellen ausgesprochen worden. Und das ist einfach, entweder wissen die nicht mehr oder haben sie Angst vor anderen Themen. Die haben Angst, die wissen ja nichts darüber zu sagen. Ja, ich deshalb dürfen wir zwei auch nicht dahin. Ja. Deshalb müssen wir eine eigene Pressekonferenz machen. Ich hatte ja gestern geschrieben, ohne mit dir das abzustimmen auf der Deponie. Aber wir sind uns immer einig mit allem, das wäre mal wichtig, die Presse auf eine Deponie zu holen, oder? Oder in zerstörtes Haus. Ja. Also das, leider kann man es dann übers Fernsehen und so weiter nicht riechen. Also jetzt, die Sonne scheint heute, wir kriegen 29 Grad.
es wird heute wieder richtig ausdünsten und so weiter und die Geruchsbelästigung ist auch da und alles, was damit zusammenhängt. Aber das ist ja laut ADD überhaupt kein Thema. Ja, überhaupt keins. Ne? Also, bitte, pass auf dich auf. Ne? Guter Tipp von einem guten Freund. Ja, danke. Der ist wirklich nur gut mit dir, meint. Auf jeden Fall. Je, also, aber wir haben heute noch viel vor. Ja. Ah ja, das befürchte ich bei dir. Muss. Herr Hartmann, ja, nicht weglaufen, okay, bitte. Nee, alles gut. Wir sind zwei Herren, ja, wir würden gerne arbeiten. Ja. Er ist wieder am Plan. Ich ansprechen? Mich? Genau. Darf ich dich filmen, oder was? Ja, aber es ist privat. Privat? Ich weiß nicht, ob du das ins Video haben willst. Okay. Weil das ist jetzt live. Das ja, ja, mir nee, ist klar. Also, ich filme dich, ja? Dann filme ich. Es ist okay, jetzt nicht so privat, dass... Nein, es ist für dich privat. Okay. Also, ich habe zwei Vorschläge. Erstmal eine Frage. Du wolltest in der Au aufräumen jetzt mit den Maschinen. Genau. Da sind ja auch noch Bäume. Ich bin Förster und stelle mir halt die Frage, braucht ihr noch Leute mit Motorsägen? Warte mal. Dann gerne. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie die Bäume da liegen und ob die unter Spannung liegen, aber sonst wäre das natürlich gut, dass man da wirklich Profis hat, nicht irgendwelche Brennholz-Selbstwerber. Genau. Sonst würde ich nämlich sonst versuchen, über einen Forstunternehmerverband oder das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik was zu organisieren. So kurzfristig geht das natürlich nicht jetzt für heute Morgen. Ja, ich habe denen gesagt, die sollen da bitte nicht alleine rumsägen. Die Bäume stehen unter Spannung. Genau. Die sind ja angeschwemmt worden. Ja, genau. Deshalb hatte ich eben gesagt, bitte fahrt da gemeinschaftlich hin. Ja. Da ist wahrscheinlich ein Bagger bei, dann kann er die Bäume erstmal runterziehen. Genau. Dann ist die Spannung ja raus. Dass man, ne, dann da auch Profis hat, die irgendwie mit Helmfunk und sowas kommunizieren können, weil sonst kann da leicht was passieren. Das, genau, ist ja wie bei der Sturmholzaufbereitung. Ja. Okay, das ist das eine. Das andere wäre mein Vorschlag. Euer Problem ist ja, dass du nicht Aufträge erteilen kannst. Genau. Jetzt hatte ich letztens in einem Video gesehen, da gab es ja diese Verwaltungsmenschen, die beim Formular ausfüllen helfen. Genau. Und offensichtlich habt ja die Verwaltung große Probleme, mit dir in Kontakt zu treten und dir das zu ermöglichen, dass du Aufträge erteilen kannst, obwohl du das am besten einschätzen könntest. Irgendwie kommt ihr ja nicht zueinander. Nee. Hat man ja in der Pressekonferenz gestern auch wieder gesehen. Ihr werdet ja noch nicht mal namentlich genannt. Ist ja ein Unding. Habt ihr mal die Möglichkeit geprüft, dass die euch einen Kontaktmann mitgeben, zum Beispiel so ein Verwaltungsprofi aus Mülheim am Rhein oder sowas, der dann das Verwaltungsmäßige für die, die nicht mit dir sprechen wollen, macht und du schätzt an? So, dass du dann... Wäre eine Überlegung. Ja? Im Endeffekt, heute die Leute, die jetzt kommen, arbeiten wieder alle umsonst. Alle. Ja, das heute, kann man, ne, auch nicht auf Dauer machen. Und, nein, dann die so wegschweigen, dann kann man nicht sagen, ich habe da aber schon einmal Danke gesagt. Das geht auf Dauer ja nicht. Nee. Ja? Also wir sind da dran, das, ja, kann so nicht weitergehen. Sonst. Und deshalb will ich auch heute dokumentieren, was wir heute wieder alles schaffen, damit nicht wieder gesagt werden kann, ja, die Freiwilligen haben auch ein bisschen was gemacht. Ja, ja, wir machen ja alles, das, genau, ist einfach so. Ja. Und, ne, du machst das jetzt schon so lange und jetzt komme ich zu dem Teil, okay, ich mache das dann, wenn das dich nicht stört. Dir gehört wirklich ja Dank und Anerkennung, muss ich ja gar nicht groß wiederholen, machen alle. Aber ich habe gesehen, dass du natürlich auch weißt, dass du da dich so exponierst, du kommst aus diesem Hamsterrad ja nur noch schwer raus. Und am Mittwoch hast du ein Video gemacht, da warst du auf dem Erbsenfeld beim Hubschrauber. Ja, genau. Und da habe ich mal einen Wunsch von dir gehört, wo du gesagt hast, du würdest ganz gerne mal Segel fliegen, hättest nur keine Zeit. Ist das auch dein Wunsch? Ja, ja, ja. Ja, genau. Also, ich habe jetzt Verbindung aufgenommen hier mit dem Rheinland-Pfälzischen Luftsportverband und mit dem Verein hier in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die prüfen das. Wir können das aber auch irgendwo anders organisieren. Ich habe nur das Problem gehabt, ich kam mit dir nicht in Kontakt. Ja, per Mail oder sowas. Ich würde dir jetzt meine Karte geben. Ich bin der Umweltreferent vom Luftsportverband in Bayern. Ah. So, und wenn du mal Zeit hast, ob kurzfristig, um einfach mal auszuspannen oder wenn dieser ganze Scheiß hier vorbei ist, dann nimm Verbindung auf oder sag mir, wie ich diesem Verein das sagen kann, wie die zu dir kommen, außer dass sie ins Zelt reinkommen müssen. Ja? Und dann organisieren wir das wirklich, weil du hast es voll verdient. Vielen, vielen Dank. Und das hilft. Also, ich weiß, wie Segelfliegen hilft. Also, ja, Probleme, ja, dieser Art habe ich nicht gehabt, aber andere. Und das entspannt schon. Da bleibt wirklich das Problem unten und unter einem. Und das wollte ich dir gerne persönlich sagen. Deswegen bin ich jetzt hierher gefahren aus der Oberpfalz. Vielen Dank. Okay. Ihr seid alle verrückt. Also wirklich. Das ist heute, ich weiß nicht, ob ihr euch alle abgesprochen habt, aber hier kommt eins nach dem anderen heute. Ja, okay. Muss aber auch sein. Ja. Das kann nicht sein, dass man die Leistung, die du und die anderen auch bringen, einfach so wegschweigt. Das finde ich also völlig unredlich und da muss man, das muss man auch nachher nochmal auswerten. Das geht also überhaupt nicht.
Aber jetzt geht es ja erstmal darum, was zu organisieren, dass was funktioniert. Genau. Ja? Wir wollen den Leuten hier einfach weiterhelfen. Ne? Ja, wir wollen, dass nicht noch mehr Suizide passieren, weil man sich nicht betreut fühlt und nicht sieht, dass es weitergeht. Ja. Ne? Also mir ist klar, dass du deine Handynummer nicht rausgibst, ist klar, aber irgendwie... Doch, ich gebe dir gleich die Handynummer. Okay, dann machen wir das. Ja? Alles klar, das war mein Teil, danke. Und du bist Förster? Ich bin Förster, ja. Dann hast du ja auch einen Traumberuf, ne? Den du ja, lebst. Aber ich bin im Innendienst und muss bundesweit rumfahren, weil ich Bundesförster bin. Aber nein, trotzdem. Aber ich kenne mich mit Waldarbeit ein bisschen aus, war früher Waldarbeitsreferent und mit Arbeitssicherheitssachen natürlich dann auch. Und deswegen mache ich mir schon ein bisschen Sorge, wenn ich dann so sehe, wie da einer vielleicht mit einem Brennholzschein da irgendwie Pappeln unter Spannung wegschneiden will. Genau, genau. Das geht genau schneller als das. Also ich sage immer allen, arbeitet nie alleine. Auch nicht, wenn ihr mit dem Bagger in den Auen dran seid, arbeitet nicht alleine. Nein. Das sind Ausspülungen, wenn du mit dem Bagger reinfährst. Hier sind, glaube ich, insgesamt schon 3 Bagger umgekippt. Ja. Im Flussbett. Ne? Ja. Aber in den Auen sind auch Ausspülungen. Also da muss man wirklich vorsichtig sein. Ist klar. Gut, ja. Also, aber wenn ich da helfen kann, dann nehmen wir wieder Kontakt auf und dann kann ich da irgendwie über eine Kollegin beim KWF, also bei dem Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik, da sind ja die ganzen Schulen, Unternehmer, Landesforstverwaltungen organisiert. Auch meine Verwaltung hätte gerne hier Unterstützung gegeben, aber die bekommen eine Absage vom ADB, habe ich gestern gehört. Wir bekommen alle eine Absage. Und die wollen natürlich schon auch, dass das irgendwie in geordneten Bahnen sind. Die sind nicht vor Ort, wissen nicht, wie das ist mit privater Organisation. Ja? Und wir haben schon eine Absage gemacht. Wir hätten Leute, die bereit wären, hier zu helfen. Ja, warten natürlich dann auf das Auslösesignal und das kommt nicht, weil das irgendwie, weil keine Antworten kommen und das geht so nicht. Also so kommen wir nicht voran. Wir kommen nur so voran, wie du das machst zurzeit. Also so sehe ich das. Nach 5 Wochen. 6. Woche sind wir jetzt. Ja, genau. Wobei natürlich, man muss schon sagen, in Grundversorgung, manche Sachen sind ja auch ganz gut, die da funktionieren. Aber ich will da auch gar nicht den anderen Helfern irgendwie das Wasser abgraben. Aber was ich wirklich schmerzlich sehe, ist, wie ihr Aktivisten hier geschnitten werdet auf Deutsch. Das kann nicht sein. Naja, was die für ein Problem hatte, gestern mal den Begriff Landwirt in den Mund zu nehmen, ne? Ja. Bei der Pressekonferenz. Ja. Also ich musste mir so einen abgrinsen, weil ich dachte, was ist denen eigentlich verboten worden, in den Mund zu nehmen? Ne? Es gibt ja so Spiele für Kinder, da darfst du bestimmte Begriffe nicht sagen. Und wie heißt das? So ein Pfui-Wort oder ja, genau. Oder? Wahrscheinlich setzen sie sich erstmal eine Stunde vor der Pressekonferenz hin und spielen das Spiel. Ne? Ja. Und jeder, der bestimmte Begriffe sagt, der muss dann 1 Euro in die Kaffeekasse. Man muss ja auch nicht immer gleicher Meinung sein. Das ist ja gar nicht das Problem. Aber in der Not steht man zusammen. Ja? Genau. Und du machst ja das jetzt hier nicht gewerblich oder nutzt das in irgendeiner Weise aus. Überhaupt das ist ja alles total vertrauenswürdig. Ja? Und insofern weiß ich nicht, was die da für ein Problem haben. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube nur, dass die persönlich vielleicht verletzt sind, vielleicht durch auch bestimmte Kritik. Aber da müssen die drüber stehen, sonst ist das nicht professionell. Ja, die Kritik wird ja auch nicht besser, ne? Je länger man wartet. Nö, Und die Leute, die hier wohnen, die sind es ja auch langsam leid. Ja. Also es kann passieren, dass da wirklich ganz andere Sachen jetzt mal ans Rollen kommen, wo der ADD sich gar keine Gedanken drüber gemacht hat bis jetzt. Ne? Ja. Weil die sind es einfach leid, dieses Nichtstun. Ne? Nein, also aussitzen. Ich gehe mal davon aus, dass die auch beschäftigt sind, aber die müssen ja auch nicht persönlich kommen. Die müssen doch nur, so wie eben gesagt wurde, die einen geben, ja, und der Kontakt herstellt, die Brücke bauen in irgendeiner Weise. Und das verstehe ich in keiner Weise. Also das ist kurios. Passt auch überhaupt nicht zu eurer Leistungsbilanz. Ja, wenn da jetzt ein Wichtigtour käme, der da groß Brimborium macht, dann sagt man, ja komm, zeig erstmal, was du damit gemacht hast. Aber das hast du nicht nötig. Ja, nee, das bin ich auch gar nicht. Okay. Warte, ich gebe dir aber noch meine Nummer. Warte. Ja, mach mal. Hier ist noch jemand. Darfst du gefilmt werden? Nee. Aber dann ganz schnell. Ja? Ich bin mit dem Partner hier schon. Wir müssen heute Trinkwasser, Wasser und Kuchen holen. Ich habe ja gestern mit unserem Ritterbund gesprochen, mit der Krankenschwester, beziehungsweise mit anderen Leuten hier vor Ort. Holger Schneider kriegt die ganzen Ergebnisse. Okay. In circa 14 Tagen. Weil hier darf ich das sagen oder was? Nein. Also, es ist ja ein Live-Bericht. Nee, deshalb. Das wird gerade übertragen, was wir hier. Ja. Wir sind bis heute noch veröffentlicht worden. Ich habe mir jetzt einmal. Was? Ich muss noch weitermachen, weil hier gucken gerade 10.000 Leute.
Nee, ich sag da nichts drüber. Okay, also das war gerade eher ein privates... Ich brauche keinen Maurer. Habt ihr keinen Maurer parat? Ihr braucht einen Maurer. Wohin? Walpurzheimer Straße 126. Das Walpurzheimer Straße 126, ein Maurer bitte. Ein Maurer, genau. Das wäre so toll für ein altengerechtes Bad. Eine ja? Tür zumauern, eine andere Tür daneben auf durchbrechen. Also durchbrechen kann man auch selbst. Naja. Also die Tochter ist so motiviert. Wir gucken mal, ob wir dich eine Hilde hier finden. Also, ne? Dann kannst du die, das Zuhause mal umgestalten, so wie du das möchtest. Ne? Da ist vom Zuhause nicht mehr viel übrig. Darf ich dich filmen? So. Also so geht das hier immer. Wenn ich hier im Zelt bin, ich komme hier nicht raus. Deshalb komme ich auch nicht nach Hause. Ja? Da ich dich jetzt gerade hier antreffe, spreche ich dich direkt an. Also wir haben eine Idee. Wir sind eine Gruppe von Handwerkern, Elektriker, halt aus allen möglichen Branchen. Handwerker? Sie brauchen Handwerker. Ja. Ein Maurer. Und wir wollten einfach mal die Flyer verteilen und vielleicht, ja, wenn es ergibt, dass eben diese Flyer halt auch, ich sag mal, von mir aus auch in ganz Deutschland ankommen. Und ganz gerne mal. Okay. Und wir bieten also ehrenamtlich unsere Hilfe an. Die Leute können uns einfach ansprechen. Handynummer, E-Mail-Adresse, mein Name ist dann auf den Flyern und die Leute sollen einfach anrufen, wenn sie irgendwelche Handwerker brauchen. Wir können natürlich auch keine Wunder vollbringen, ist natürlich momentan alles schwierig umzusetzen, weil Handwerker sind ja sowieso schon rar gesät. Aber wir werden unser Bestmögliches tun, dass wir den Leuten hier vor Ort helfen können. Aber ich glaube, der Beruf Handwerker kommt gerade in ein ganz neues Licht in Deutschland, weil man sieht, wie wichtig ihr seid für alle hier. Ja. Und da soll sich die Jugend auch mal drüber im Klaren sein. Nicht, wenn du zur Uni gehst, kannst du gutes Geld verdienen und eine Relevanz in der Bevölkerung erfahren, sondern wenn du Handwerker bist, kannst du auch sehr gutes Geld verdienen. Genau. Und du kannst deine eigene Firma aufbauen, machst genau das, was du möchtest, oder das, was du nicht möchtest, machst du eben nicht. Ja? Genau, das haben wir auch schon öfters gesagt. Wir haben uns auch schon öfters gefragt. Ich meine, natürlich, Akademiker muss es auch geben, keine Frage. Aber wer soll den Leuten später das Haus bauen, wenn irgendwann keine Handwerker mehr da sind? Also wir haben zum Beispiel große Nachwuchsprobleme bei uns in den Branchen. Das ist ja nicht nur in der Sanitärbranche. Ich komme ja selbst aus der Heizungsbranche, bin Heizungsbaumeister, komme aus dem Ruhrgebiet. Und also sehen wir in allen Sparten, ob das Schreiner ist, Maurer ist. Also die haben alle Probleme, auch Nachwuchs zu kriegen. Auch Nachfolger für die Unternehmer zu finden, ist auch ganz schwierig. Und aber wie gesagt, wir sind für guten Zweck hier. Wir würden gerne unterstützen weiterhin. Und finde ich gut. Das wollte ich nur mal so. Vielleicht der erste Kontakt mit einem potenziellen Kunden. Ja? Da gehen wir gerne mal hin. Da gehen die Daumen hoch. So schnell geht das hier, auf einem kurzen Dienstweg. Was ich auch nicht vergessen möchte, ist die Versorgung hier im Zelt. Ihr seht, was hier in der Küche geleistet wird. Hier gibt es Rührei, hier gibt es alles, was das Herz begehrt. Ihr habt gesehen, wie voll es hier eben war. Darfst du gefilmt werden? Ja, ich war schon. Also vielen, vielen Dank an das, was ihr hier leistet, auch für uns alle. Ne? Ja. Ich mach mal hier gerade auf. Also alles, was das Herz begehrt, auch für Veganer, ist hier auch genug bei. Also hier wird jeder versorgt. Es ist immer Obstsalat mit dabei. Ich finde das einfach super, wie das hier läuft. Hier wird gerade das Mittagessen vorbereitet. Ich gehe mal gerade hier rein. So, ich bin gerade euch am erwähnen, auch mal für die ganze Versorgung. Du bist ja jeden Tag hier, ne? Seit 4 Wochen fast jeden Tag, lieber Markus. Das ist echt krass. Was gibt's denn heute Leckeres? Heute Morgen Rührei wie immer, aber diesmal verschärft mit Chili con Carne. Oh, dann probiere ich gleich mal. Mit Nachbrenner. Ja, so, dass die Leute einfach gut versorgt sind. Nee, das liegt uns ja am Herzen, Markus, und durch deine Betreuung. Du hast ja schon einen seelischen Beistand, den du schon förmlich leistest. Das weißt du vielleicht noch gar nicht, aber du bist hier sehr, sehr wichtig für die Menschen. Weil jeder, den ich hier kennenlerne, erzählt mir von deinen Videos und wie berührend die sind. Und wie du das hier rüberbringst. Also du bist hier der Segen, ganz oben. Der Segen von diesen ganzen Menschen, der Kopf. Und das machst du bis zum heutigen Tag, vom ersten bis zum heutigen Tag, gleichgehend, weil es von Herzen kommt bei dir. Und dafür danken wir dir alle.
wirklich alle. Dankeschön. Jetzt ist nicht nur das Ei gerührt gerade. Nee, also. Das ist wirklich so. Es gibt hier die Menschen, auch wie der Daniel, den du ja selber schon oft positiv erwähnt hast, der einfach so ist, wie er ist, authentisch, witzig und trotzdem sehr besonnen und getroffen. Und das ist das, was hier ein Mensch auszeichnet, der das auch weitergibt, die Besonnenheit, die und allgemein der Menschheit so ein bisschen nachgelassen hat. Und das ist hier wieder eine Geburt, kann man schon fast sagen, wo die Leute mal wieder aufwachen und darüber nachdenken. Und du bist da einfach wie ein Mentor, der das sieht man ja durch seine Anhängerschar, einfach auch schön überträgt und weitergibt. Dankeschön. Mir fehlen jetzt gerade die Worte. Nee, das ist einfach so. Und es kommt von Herzen. Und das habe ich auch schon vielen anderen gesagt, die hier, wenn ich das so sagen darf, in der Führungsspitze sind. Führungsspitze ist jetzt nicht falsch gemeint, aber einfach, die das Ganze koordinieren und leiten. Ja? Und wenn du irgendwas sagst, dann stehen die Leute einfach da, hören dir zu und setzen das auch um. Ja, und es gibt halt, wie ich dir ja auch schon gesagt habe, immer die Menschen, die vorne den Karren ziehen und die hinten drauf sitzen. Ja, die hinten drauf sitzen, ist nicht abwertend, aber die brauchen halt irgendjemanden, der denen die Richtung zeigt im Leben. Ja, und so ist es ja überall. Bei dir in der Familie, dein Kind, erziehst du ja nach dem Motto, um einfach eine Richtung zu weisen im Leben. Und das ist halt hier in diesem Gebiet, wo ich immer wieder sage, die meisten, die mir am meisten leid tun, sind die alten Menschen. Die Jungen, die packen das, weil die haben ihre Freunde, die sind motiviert, die sind kräftig. Aber die alten Menschen, die geknickt sind, die mal 70 aufwärts sind, die tun mir richtig leid. Wenn ich einen alten Mann gefragt habe, oben in Rech, und er sagt, ja, das Schlimmste ist für ihn, dass nicht mal mehr ein Vogel zwitschert. Weder abends noch morgens. Das ist mir auch aufgefallen. Und dass der Mensch ist so gebrochen, so leer, und die tun mir am meisten leid. Also die tun mir wirklich leid. Und da finde ich, da sollte man sich vielleicht mal auch nicht drum kümmern. Man kümmert sich drum, aber vielleicht ein bisschen intensiver, dass man den Menschen einfach auch wieder eine Zuversicht gibt auf die letzten Tage, ja, die sie hier noch erleben dürfen und haben, und die haben ja wirklich teilweise alles verloren, wie das, was sie noch auf dem Leib tragen. Ne? Und das wäre schön, wenn man da vielleicht auch noch mal ein bisschen, nicht nur für die Kinder, ein Kinderfest und immer nur den Jungen, sondern auch mal den Alten mehr hier im Tal ein bisschen mehr noch entgegenkommt. Hast du eine konkrete Idee? Du, ganz ehrlich, ich denke da jeden Tag dran. Das ist das, was mich jeden Tag so ein bisschen mit belastet, aber wo ich mir jeden Tag Gedanken drum mache. Und eine Idee habe ich eigentlich noch nicht. Aber da hast du ja vielleicht irgendwas oder kennst jemanden, der da vielleicht ein bisschen was machen könnte. Also dieser Aufruf, der ja heute erfolgt ist, ja, den der Martin Oldenbach ja gemacht hat, das kommt ja auch daraus, dass mich wirklich Leute angesprochen haben und gesagt haben, Markus, irgendwie geht's nicht weiter. Die Menschen sehen keinen Fortschritt. Das ist ja auch von der Psyche her ganz schlimm. Ja. Vor allem für alte Menschen, wie du das sagst. Ne? Ja. Und ich habe hier so viele ältere Menschen gesehen, die hier wirklich da fragst du dich, musst du dem jetzt helfen oder weiß der gerade, wo er hin möchte? Und das finde ich so schlimm. Die irren hier rum. Dann hatte uns ja einer gefragt, wo gibt's denn hier was zu essen? Und da fehlt komplett die Betreuung. Und das finde ich auch so schlimm. Das ist ja auch das, was ich hier öfters probiere zu kommunizieren, dass es sich um die älteren Herrschaften gekümmert werden muss. Die sitzen in ihrer Wohnung. Das Erdgeschoss ist zum Teil noch gar nicht von Schlamm geräumt, weil die einfach nicht die Möglichkeit haben zu kommunizieren. Die haben kein Facebook oder keine E-Mail-Adresse oder kein Telefon. Ne? Und das ist so das Schlimme, was ich hier auch wahrnehme. Dass die alte Generation irgendwie in Vergessenheit gerät bei der ganzen Dynamik, die wir hier reinbringen. Und deshalb wollten wir heute nochmal ein Zeichen setzen, dass wir einfach den Müll hier wegräumen wollen, dass man wieder einen Neustart machen kann. Aber ich weiß auch nicht, wie man an die älteren Menschen rankommt. Weißt du, ganz ehrlich, du sagst zwar immer, das kann ich nicht sagen, aber ich sage, es muss alles gesagt werden, gerade auch von der politischen Seite. Ich meine, ich verfolge das ja auch, wenn die Frau Dreyer heißt, ja? Frau Dreyer, die war ein, ich sage jetzt mal, alter Mensch, vor diese Frau herantritt, sehr freundlich ist, wirklich sehr freundlich, sehr bedächtig ist,
und merkt, er kommt an die Frau nicht ran mit seinen Worten. Die Frau blockt total ab und stellt, wie wir ja wissen, ihr Image vor das Anliegen oder die Sorgen der Nöte dieser Menschen. Ja, das macht mich ehrlich gesagt wirklich wütend. Und ich bin ein sehr friedlicher Mensch, ein sehr menschenfreundlicher Mensch, aber sowas macht mich wütend, dass ein alter Mann versucht, mit ganz netten Worten an diese Frau, an die Politik, sage ich jetzt mal, heranzutreten und bekommt eine Abfuhr, was in meinen Augen frech ist, respektlos ist. Und dann sagt der Mann anfügend noch, die Stimmung kippt, die Stimmung kippt. Und auch das wird völlig ignoriert. Und das macht mich richtig wütend, Markus. Das ist ein Punkt, wo mich wirklich wütend macht. Obwohl ich alles versuche, in Frieden mit Worte zu regen. Ja, Emotionen sind normal, wir sind alles nur Menschen. Ja, wir haben unsere Emotionen, wir weinen, wir lachen. Und trotz alledem, und so schätze ich dich ja auch ein, die Besonnenheit, deswegen bist du zu Hause bei deinem Hund, bei deiner Familie, das gibt dir wieder die Kraft. Du kannst dadurch wieder die Gedanken sammeln, korrigier mich, wenn es nicht so ist. Ja, ist so. Und dann kannst du wieder neu einlenken. Und das ist das, was von der Politik, die sehen nur noch sich und die alten Menschen, auch bei denen, selbst da diese Respektlosigkeit, das hat mich richtig schwer getroffen. Und ich bin nächste Woche, das hast du ja mitbekommen, mit Daniel beim Walter Röhrl. Ja. Und versuche mit vielen großen Menschen wie du, die irgendwie, das ist meine Idee, für die alten Menschen auch, das Ganze groß aufzuzäumen, indem wir uns alle zusammenschließen und gemeinsam gegen diesen Missstand vorgehen. Nicht nur hier, nicht nur der Peter Weber in Nürnberg, der hier sehr aktiv war, nicht nur der Christoph Hörstl, der hier vor Ort war, der sich hier ein Bild gemacht hat. Sehr prominente, sehr bescheidene Leute, die ganz groß sind, aber sehr bescheiden, sehr menschlich geblieben sind und überall helfen, wo sie helfen können. Und gerade ein Name wie Walter Röhrl, der spricht über Jahrzehnte dafür, dass der schon immer das Einfache geliebt hat und die Menschen geliebt hat. Und ich hoffe, dass ich da mit Daniel ein bisschen was bewegen kann und vielleicht du dann auch die Gedanken mal durchspielst, ob das vielleicht nicht Sinn macht, um wirklich nicht nur hier im Ahrtal, sondern den ganzen Missstand, was Bauern betrifft, die gegängelt werden, die Vorschriften bekommen, dass es auch den Leuten, wenn die nicht so ein Herzblut, so eine absolute Liebe zu Natur, Tiere, Menschen hätten, wie du es ja auch hast, hätten die das schon längst hingeschmissen, weil wirklich Geld verdienen kannst du ja nur noch ganz groß. Und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ja? Gerade in der Rhön, wo der Hartmann auch herkommt, ne? Der Wilhelm, mit dem habe ich mich unterhalten, dass in der Rhön die kleinen Bauern das alles gemanagt haben, wieder ganz klein anfangen. Da ist jeder Bauernhof nur so groß, wie sein Land Futter hergibt. Damit das alles wieder im Einklang ist und die Menschen dort, siehst du, die nehmen das an, die kommen in den Bauernhof, der nimmt sich Zeit, tut mit den Kindergartenkindern die Kühe zeigen. Da hat jede Kuh einen Namen, der erklärt, was in dem Futter drin ist, wie die Massenhaltung funktioniert, dass Kinder vor diesem Bauer stehen und anfangen zu weinen, weil sie dieses Leid wirklich sehen und erfahren, wie schön es eine Kuh dort hat und aus den Erzählungen heraus, wie diese Massen von Tierhaltungen, wie da Tiere nur noch ein Produkt sind. Aber das artet jetzt alles zu viel aus. Nee, aber das spielt ja alles zusammen, ne? Ja, das ist... Hier wird ja alles rausgekürzt. Man probiert alles wegzukürzen, was irgendwie nicht der Wirtschaft dient, der Steuereinnahmen oder sonst was. Was nicht der gewollten Meinung. Auch, genau. Die gewollte Meinung passt. Genau, und das Menschliche bleibt komplett auf der Strecke irgendwie. Markus, ne? Diese Interesse von Oberrunner, ich sage, unsere Politiker sind eigentlich dafür da, um das Volk zu leiten, um dem Volk einen Wohlstand zu bringen. Wie Helmut Schmidt schon gesagt hat, ist die Politik nicht mehr für das Volk da, dann zum Teufel mit der Politik. Das sind die Worte von Helmut Schmidt. Dann zum Teufel mit der Politik. Und im Moment, was da läuft, egal in welcher Sparte, das ist ja nur noch zum Haarsträuben. Ja? Wir haben über 800 Parlamentarier da oben sitzen. Es sollen verdoppelt werden im kleinsten Land. Wir haben doppelt so viel jetzt schon an Politiker im Parlament sitzen wie in Amerika oder in Russland. So ein kleines Land.
wie du ja auch schon gesagt hast, wir regeln uns kaputt, selbst hier. Was hier für Schwierigkeiten sind, da muss ich erst das Amt fragen oder den, damit du das machen darfst. Das geht so nicht mehr. Ich habe doch hier dieses T-Shirt, wie heißt es so schön? Ach, mein Haar. Was steht drauf? Einfach nur anpacken. Einfach nur anpacken. Ja, diese ganzen Sätze tragen hier auch die Leute, aber den wirklichen Sinn verstehen auch unsere Leute nicht mehr. Und die Politiker schon gar nicht mehr. Und das weißt du und das weiß ich. Und jetzt lass uns einfach da wirklich mal was Größeres machen, das Ganze anpacken und vielleicht haben wir Erfolg. Vielen Dank für deine Worte, weil ich finde den Beitrag jetzt, der hat alles mal so runtergeholt wieder. Diese ganze Nervosität eben in dem ganzen Beitrag hier, das Zelt war voll. Und du hast es jetzt mal runtergeholt und hast wirklich sehr nah gesprochen für jeden, der hier zuschaut, für mich auch. Und dafür möchte ich dir danken. Und ich möchte dir danken, dass du seit 4 Wochen jeden Tag hier bist und uns versorgst. So 2 Tage bin ich immer mal zu Hause. Ja, die seien dir gegönnt. Früchte zu ernten, meinen Garten, meine Blumen zu genießen, meine Lilien, den Duft der Lilien innezuhalten, weil das ist wirklich das, was mich immer wieder runterbringt und was ich so schade finde, dass das so ein bisschen den Menschen fehlt. Genau, das sind die Sachen, die wir den Menschen wieder bringen müssen. Die Kraft, die du daraus ziehst. Dürfen. Nicht müssen, dürfen. Dürfen, ja. Genau. Also die Kraft, die du genau aus dem ziehst, ziehe ich ja auch zu Hause, aus dem, was ich zu Hause habe. Und da müssen die Leute wieder hin, dass es vielleicht andere Werte gibt als ein Handy oder sonst irgendwas. Oder absolut. Immer diesen Mammon hinterher zu rennen. Es gibt ganz andere Werte, die einen stark machen können. Ne? Die und Kinder, Markus, ganz kurz noch, die Kinder. Man sagt immer, die Jugend von heute, die kapieren nichts mehr, die sind so faul und. Aber im Endeffekt liegt es doch an uns, weil eine Sennerin auf den Alpen oder in den Dolomiten war es, die Oma Burgl hat mir mal gesagt, wir können die Kinder erziehen, wie wir sie wollen. Im Endeffekt machen sie uns doch alles nach. Ja, und auch heute, gerade gestern habe ich von meinem Opa erzählt, der hat mir früher viele Weisheiten mitgegeben als Junge. Wie zum Beispiel, dass wenn ich zu faul war zum Denken mit 7 Jahren, das weiß ich noch genau, habe ich meinen Opa gefragt, Opa, wie geht das? Ja, und er hat es sofort durchschaut, hat mich hergeholt, hat mich auf seinen Schoß gesetzt und hat gesagt, guck, der Herrgott hat dich mit einem Hirn ausgestattet. Da hat er mich geschnappt, hat mich vor sich aufgestummt und hat gesagt, dann gebrauch's auch. Ja, früher habe ich da gelacht, weil ich das witzig fand. Und heute, nach so vielen Jahren, nach über 30 Jahren, wo der Opa tot ist, kommen diese Sätze wieder raus und jetzt verstehe ich, was er damit gemeint hat. Ja, und es geht immer wieder auf die Besonnenheit zurück. Immer wieder auf die Besonnenheit, auf die Liebe im Herzen, die zu tragen und weiterzugeben. Und die Kinder sind da nicht dran schuld, sondern wir, Markus, du und ich, sind dafür verantwortlich, was aus den Kindern wird. Mit deiner Tochter, mit allen anderen. Und da sind die Eltern in der Pflicht. Und wenn du siehst, wie manche Eltern auch wieder von der Politik so vollgestopft werden mit Informationen, mit Regelungen, da bleibt kaum noch Zeit wie früher, dass die Frau zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert und als Handwerker der Mann verdient gar nicht mehr so viel Geld, um sich ein Haus zu kaufen, ein Grundstück, ein Auto, das reicht ja hinten und vorne nicht mehr. Ja, auch das ist ja der Riesenmissstand und das finde ich trägt zu diesem Ganzen bei, warum die Menschen sind, wie sie sind, weil der Input so groß ist von Verwaltung. Ja, mein eigener Papa hat einen Fernseher. Der ruft mich alle paar Wochen an, stell mir mal den Fernseher wieder ein. Das ist alles so kompliziert geworden. Alles, egal was du kaufst. Auch ich als Handwerker lese dauernd Bedienungsanleitungen. Du weißt es selber, mit Maschinen, mit so vielen Knöpfen, das wird ja immer verrückter. Und das alles im Kopf zu tragen, das macht so ein Wirrwarr. Und wenn ich nur Input, dann kollabiert das Ganze. Wie ein Computer. Irgendwann hängt es sich auf und nichts geht mehr. Und deswegen finde ich, ist es wichtig, immer wieder runterzufahren und das, was wir besprochen haben. Ich danke dir für die Worte. Und ich beende jetzt auch meine Übertragung. Ich habe gerade gesehen, der Wilhelm Hartmann ist gerade online gegangen. Es kann sein, dass die ersten Container ankommen. Und nochmal danke an dich für alles. Danke. Danke.